Die Schlacht gräut. Am Himmel zeichnen sich die Schemen der Monster ab. Zwei Kaiserdrachen von immenser Größe schälen sich durch den wolkenverhangenen Himmel. Wenige Minuten bleiben euch noch, dann beginnt es. Boltax hat den elementaren Meister vom Fluss und vom See gerufen und ist im Strudel ertrunken. Ein erstes Opfer für den grauen Mann, was er für den Kampf gebracht hat. Celindian, Yalan und die Reiter harren im Wald aus. Lanzen sind bereit und starren in die Wipfel. Neben euch im Verborgenen sitzen irgendwo die Elfen. Ihr könnt sie nicht sehen, ihr könnt sie nicht hören, doch sie sind da. Mendarion hat sich noch einige Momente mit Yalan unterhalten, nun jedoch ist alles still. Das Krächzen der Raben kündigt ihn an. Die Luft um euch herum knistert. Iserun, Rafim und Abelmir harren an der Flanke aus. Mit dem Streitwagen von Glorana, der Kugel und der Axt bewaffnet, bereit für das Eingreifen in die Schlacht. Zulamin derweil hat ihr Ritual vorbereitet, den Ruf des Schleiers aus Fasar. So beginnt es also. So endet es also. Vor fast 2 Jahren brach Yalan nach Yol'Gurmak auf. Vor knapp 2 Jahren hat Abelmir die Pläne von Kolakai gefunden. Vor etwa 2 Jahren lernte Iserun ihre Gefährten kennen. Vor euch ziehen die Bilder eures Lebens vorbei. Die blutige See, Maraskan, das Kaiserturnier, Baugrafen, Oron. Nun endet es also. Neben euch scharren die Soldaten mit den Füßen, blicken in den Himmel. Einige starren auch auf den riesigen grauen Mann, der dort reglos steht, reglos wie eine Quelle, wie ein See, gleichzeitig rasend wie eine Flutwelle, groß wie ein Tsunami. Sie wissen nicht genau, was man mit dieser riesigen Gestalt anfangen soll, die dort reglos steht und ebenso wartet. Was wollt ihr tun? Ich stehe völlig verkrampft, Hände um den Holm des Wagens gekrallt, weiß vor Anstrengung. Nun, wenn der Drache zu Boden gezwungen wird. Das ist es, was ich am meisten hasse. Das Warten vor der Schlacht. Ja, da habt ihr recht. Aber wir werden das hinbekommen. Seht ihr dort vorne an der Stelle, werden wir den Fluss überqueren, wenn es nötig sein musste. Ich habe mir das schon einmal angesehen. Rafim, bist du bereit? Heute wird ein Drache sterben. Rafim würde dir mit seinem blutigen Finger ein kleines Chorsymbol auf die Rüstung malen. Bruder, heute werden wir töten. Und Iserun wird uns dahin führen. Abelmir hat wohl recht. Lessan Khan ist auch mit dabei, ein zweiter Drache, der heute sterben wird. Ich mag eure Einstellung. Mögen die Götter uns gewogen sein in dieser Stunde. Das sind sie, Abelmir, das sind sie. Hinter euch könnt ihr das Scharren der Pferde, der Rommel dieser schweren Reiterei erkennen, hören, wie sie dort ebenso scharren im Sumpf in Morast. Sollen wir noch einige Worte an sie richten, oder? Wollt ihr was sagen? Nein. Nun, das war nie meine Aufgabe gewesen. Vielleicht möchte die Kaiserin etwas sagen. Ja, die steht ja da hinten. Ich glaube nicht, dass sie die bis hier hören. Wahrscheinlich nicht, nein. Vielleicht solltet ihr etwas sagen, Rafim. Doch. Ja, ihr sprecht für die Götter. Ich dachte, das wäre meine Persönlichkeit, aber gut. Ja. Mira, komm mit. Wir sprechen mit denen. Warum immer die daher kommen. Rafim würde auf die Männer zulaufen. Ihr seid ja also Söhne, Töchter des Mittelreichs. An eurer Seite stehen sie heute alle. Söhne aus dem Horasreich. Dort hinten hört ihr sie brüllen. Die Trollsacker. Sogar sie sind aus ihren Bergen gekommen. Seht ihr ihn da hinten? Mein Bruder Ruf hat ihn gerufen und er kam. Der graue Mann. Die Elfen marschierten auf das Feld.
Heute sterben Drachen. Heute machen wir unseren Göttern Ehre und zeigen ihnen ihre Grenzen. Heute werden viele von uns fallen, doch die, die leben, werden Helden sein. Also, kennt keine Angst, denn seid euch sicher, jeder von euch, der auch nur einen Schritt zurückweicht, ich werde es wissen. Und dann braucht ihr nicht den Drachen fürchten. Kämpft und sterbt für euer Mittelreich. Sterbt für eure Götter. Und sterbt für euren Kaiser, eure Kaiserin. Was auch immer ihr belebt. Würde Rafim sich umdrehen und sich wieder auf den Wagen stellen. Komm, Mira. Für Andra, für Kor. Pamalo. Derweil im Wald könnt ihr ebenso die Schatten erkennen, die sich durch den Himmel schälen, durch die Wolken flügen, der Schnee, der immer noch langsam nach unten fällt, das Scharren der Hufe, Ukurians Ritter, Selindian, Jalan und neben dir auch Danos, der Ritterliche von Luring. Nun ist es also soweit. Einige von euch warten auf diesen Tag schon sehr lange und andere wissen erst seit kurzem, dass er überhaupt kommen würde. Aber heute ist der letzte, an den diese spezielle Bestie unsere Lande plagt. Ich will euch nicht anlügen. Auch mir behagt es nicht, gegen diesen speziellen Feind zu kämpfen. Etwas so Großes, dass es fliegt, etwas Untotes, das ist nichts, das Rondra geschaffen hat. Nichts, wofür Rondra uns geschaffen hat. Aber wir können uns nun einmal nicht aussuchen, wogegen wir kämpfen. Also, zu der Leuerrestes. Und seht mir zu, dass ihr Jahal nach Hause kommt. Für die Götter. Für die Götter. Wohl gesprochen, Jalan. Wenn ihr das überlebt, werdet ihr mein zweiter Ritter werden. Gleich nach Okurian. Und Danas. Passt mir auf den jungen Selindian auf, ja? Es sind doch nur ein paar Ringe, die wir schlechen müssen. Ganz wie auf dem Turnierplatz. Nur ein paar Ringe. Aber keine Sorge, wenn ihr fallt, ich werde die Lanze einnehmen und vielleicht bekomme ich eine zweite Chance, vielleicht bekomme ich etwas Rache. Aber ich wünsche euch alles Glück, alles Erfolg, das ihr braucht. Den werden wir alle brauchen. Ich klappe mir auf die Schulter, dann klappe ich mein Visier runter und mache mich bereit. Derweil im Effa-Tempel. Sulamin hat ihr Ritual vorbereitet und steht dort da. Scheinbar alleine, die Effa-Geweihte ist nicht wieder aufgetaucht. Kannst du dich umsehen im leichten Glimm der Gwenpeltrö-Steine und hast dich eingestimmt auf diesen Ort und das Ritual? Ja, Sulamin hat sich die Handflächen und auch den Fußrücken mit thulamidischen Glyphen bemalt und sie steht vor diesem leuchtenden Wasserbecken und atmet tief ein und aus. Beobachtet, wie sich dieses grünblaue Licht über den Fußboden schlängelt und bückt sich dann nach den Schleiern, die sie sich zurechtgelegt hat und beginnt zu tanzen. Die Geräusche, die von draußen hereindringen, hört sie kaum. Sie fühlt sich, als wäre sie tief unter Wasser und als würde alles nur gedämpft an ihr Ohr dringen. Und so beginnt sie sich zu drehen zu einer Musik, die nur sie selbst hören kann. Und malt mit ihren Füßen ein Muster auf den Boden des Tempels. Sie tanzt einen Schleiertanz, denn der Schleier ist es, den sie rufen möchte. Und so wirft sie nach und nach einen nach dem anderen der sieben Schleier ab, die dann zu Boden segeln und ihr Tempo wird immer schneller. Immer weniger nimmt sie ihre Umgebung wahr und als schließlich der letzte Schleier gefallen ist,
hält sie selber auch auf die Knie vor dem Becken und verharrt dort erstmal einen Moment völlig reglos. Während Sulamin noch tanzt, hat sich eine Gestalt aus dem Schatten geschält, den Tanz nicht unterbrechend, einfach nur zuschauend. Midas, der Fexgeweihte. Und er schaut dem Tanz zu, lässt sie gewähren und wartet erst einmal ab, bis sie dann am Ende des Tanzes nach dem Fall des siebten Schleiers am Boden verharrt. Er lächelt freundlich und räuspert sich dann. Ah! War ausgezeichnet. Ulamin erhebt sich und streicht sich das lange Haar aus der Stirn, das ein wenig schweißnass geworden ist von dem Tanz, und lächelt ihm entgegen. So, du bist also gekommen, Fuchs. Bist du nur hier, um zu sehen? Oder willst du mitkommen? Ah, ihr habt meine Intention erkannt. Wunderbar. Natürlich, vordergründig bin ich hier, um zu sehen, aber hintergründig würde ich euch gerne begleiten. Ich meine mich zu erinnern, dass ich euch gesagt hatte, ich würde den Schleier rufen, aber nicht zu welchem Zweck. Kommt. Sulamin breitet ihren Mantel auf dem Boden vor dem Becken aus und kniet sich dorthin, bedeutet Midas das Gleiche zu tun ihr gegenüber, und erklärt dann: Die Sache ist die, wir dachten ursprünglich, wir würden den Schleier benötigen, um uns gegen die Albträume zur Wehr zu setzen. Doch ihr werdet es inzwischen gesehen haben, Rassasor kommt nicht allein. Er bringt einen zweiten Drachen. Einen Drachen, dessen Loyalität vielleicht ins Wanken gebracht werden kann. Natürlich würde er uns nicht anhören. Wir sind weniger als Ameisen in seinen Augen. Aber mit dem Schleier können wir vielleicht in seinen Geist vordringen. Und dann wird er uns anhören müssen. Und vielleicht vermögen wir zu bewirken, dass er sich gegen den schwarzen Drachen wendet. Mir gefällt euer Plan. Von der einen oder die andere haben sich den Drachen gestellt. Doch mit List und ein klein wenig Glück mögen wir es wohl, uns ihm wahrhaftig entgegenzustellen. Führt mich und ich folge euch. Ulamin nickt. Ja, in meiner Heimat gibt es viele Märchen, die davon erzählen, wie ein kluger Fexensjünger einen Drachen überlistete und das schönste Stück aus seinem Hort raubte. Ihr sprecht von einem unserer Heiligen. In der Tat. Ich mag mir nicht anmaßen, mich ihm ebenbürtig zu stellen, doch wäre schon ein fexengefälliges Stück, einen Drachen zu überreden, während der Schlacht die Seiten zu wechseln. Ja, das gefällt mir. Also gut. Nun, ich habe viele Mächtige um den Finger gewickelt, die mich mit einem Fingerschnipsen hätten töten können. Aber ein Kaiserdrache ist auch für mich etwas ganz anderes. Ich bin froh, dass ihr bei mir seid. Also lasst uns Zeit. Bin ich doch. Bin ebenso froh, bei euch zu sein. Nirgendwo wäre ich lieber in dieser Schlacht. Dann lasst uns beginnen. Nur zu.
Das vierte Mal erwartet ihr den schwarzen Drachen. Erst Verheim, Gareth, Warung und nun Ochsenwasser. Fast wie vor einem Jahr. Damals trieb euch noch die Angst. Die Gedankenbilder von Rassasor brechen über euch hinein. Ihr könnt ihn euch nicht entziehen. Noch ehe ihr ihn seht, könnt ihr ihn spüren. Schwarz-faules Grauen mit jedem Teil eures Seins. Binnen eines Sekundenbruchteils werden alle Gedanken an Hoffnung ausgebrannt. Die Makel der Lebendigkeit werden auf erschütternde Weise fassbar. Durch solch vollendete Verwesung, nie endender Verfall, der den Segen der Verderbnis als Geschenk bringt. Doch ihr kennt seine Präsenz, selbst wenn sie nie derart mächtig gewesen ist. Seine Versprechen sind nur die Fallstricke eurer eigenen Ängste. Doch als ihr die Wirklichkeit um euch erblickt, ist der Drache, wie aus den Gedanken aller Erwachsenen, in schrecklicher Pracht zu erkennen. Wie die Verunstaltung des Allvogels, der vor einem Jahrzehnt das neue Zeitalter pries und die Menschen aufrief, darum zu kämpfen, den Willen loszuerfüllen, erhebt sich Rassasor vor euch, als beanspruche er allein das kommende Äon. Auf eurer aller Gebeinen thronend, in einer Welt des Untergangs. Noch einmal hält der eisige Wind Einzug, der die Pein des langen Winters bis über die Grenze des Erträglichen hinaus vermehrt. Doch kein Fellumhang bewahrt euch nun davor. In den aasigen Luftströmen klingen die schweren Bewegungen uralter Knochen und schwarzen Fleisches wieder. Eine Aureole unreiner Schwärze umgibt den ehemaligen Herrn. Wahrungs tiefblau versinkt das Glosen von Verdammnis in seinen augenlosen Höhlen, wie Implosionen jenseitiger Macht. Um seinen von Zerfall zerfressenen Hals liegt die untragbare Kette der Tagunitot wie eingeschmolzene Agonie. Hab teil an meinem Aufstieg! Ehrt mich durch verzweifelte Wehr, sättigt meine Macht. Ich verschlinge euch alle. Der Tod ist keine Rettung. Flieh nicht, ich finde euch. Fallt, doch findet niemals Ruhe. Werdet zu mir. Verschmelzen zu einem neuen Sein. Wiederes Leben erhoben zur Göttlichkeit. Ihr könnt über euch erkennen, wie der Himmel aufreißt und die Sterne klaffen. Die Pforte von Uta leuchtet in einem kranken Blau über euch. Was wollt ihr tun? Isarun befühlt noch einmal ihre Gürtel, ob alles dran ist. Ihre Waffen sind da, ihre Alchemiker sind alle da und greifbar. Und sie bereitet sich darauf vor, einen Armatrutz zu sprechen, sobald der Drache zum Landen ansetzen muss. Ich schaue mir den Drachen genau an. Nein, das steht uns bei. Ich schlage dann das Zeichen des Hohen Trigons und lasse meinen Zauberstab über meinem Kopf einmal um im Kopf rotieren. Nur dabei Shigba Magosh, Magashat und wirke ein Gardianum. Schild gegen Dämonen und gegen Zauber. Ich lasse mir dabei Zeit. Ihr Schwänes wäre plus 2. Währenddessen könnt ihr hören, wie die Elfen im Wald einen Singsang angestürmt haben, der harmonisch durch zweistimmigen Gesang über das gesamte Schlachtfeld weht, wie der Wind.
Derweil Zulamin und Midas, ihr könnt es nur hören, nicht übersehen, aber dennoch wohl spüren, wie die Sphären aufreißen, wie die Verzweiflung um euch herum gesät ist und die Präsenz von Rassasur irgendwo da draußen über euch stürmt. Zulamin ist reflexhaft zusammengefahren, als die Erschütterung durch den kleinen Tempel gegangen ist und diese Stimme auch für sie im Tempel zu hören war. Aber jetzt wirft sie entschlossen den Kopf in den Nacken und reckt die Arme zum Himmel. Hohe Herrin Raja, ich rufe zu dir in der Stunde der Not. Denn die Albtraummächte der Präzentoren der heulenden Finsternis nahen heran. Gewähre mir den Schleier, den dein Bruder Boron dir einst zum Geschenk gemacht hat. Denn ich muss jemanden in seinen Tagträumen erreichen, der mich sonst nicht anhören wird. Sein Name ist Lessan Khan ibn Apep. Golden sind seine Schuppen und grausam ist sein Gemüt. Doch vielleicht trägt selbst er eine schmerzende Wunde mit sich herum. Eine Wunde, die ich heilen kann. Lass mich verstehen, welch Hass oder Furcht, Leid oder Demütigung ihn bewegt hat, sich dem untoten Drachen anzuschließen. Und verleihe meinen Worten Gewicht, wenn ich ihn beschwöre, sich von seinem schrecklichen Herrn abzuwenden. Sie greift nach einer kleinen Bronzeflasche, in der sie ihren Tarf aufbewahrt, nimmt einen Schluck davon und reicht sie an Midas weiter. Ja, Midas würde die Flasche nehmen, einmal etwas skeptisch schauen, Rakul hilf, und ansetzen und einen Schluck davon trinken. Ich teile den Tarf mit Midas, Diener des Listenreichen, der mit mir kommen und mir seine Silberzunge leihen will für diese übermenschliche Aufgabe. Betrachte ihn am heutigen Tage auch als deinen Diener und lass seinen geheiligten Wein das Band zwischen uns sein, auf das keiner von uns verloren gehe in der heulenden Finsternis. Und wir am Ende wieder aus Lessan Khans Geist entkommen, unbeschadet an Leib und Seele. Erfülle uns mit deiner heiteren Gelassenheit, auf dass wir nicht verzagen. Wenn es aber dein Wille ist, dass wir den ersten Schleier nicht für diesen Zwecke missbrauchen, so gib mir ein Zeichen, wie wir dem Drachen stattdessen Einhalt gebieten können, um das Leid dieses verheerten Landes zu lindern. Und dann breitet sie die Hände vor sich aus, greift mit einer Hand dann in die Luft, so leicht seitlich von Midas Gesicht, sodass er aus dem Augenwinkel nicht richtig sehen kann, woher es kommt. Aber plötzlich hat sie ein Stück Stoff in der Hand. Leicht, durchscheinend. In der Dunkelheit des Tempels ist die Farbe nicht ganz zu erkennen. Könnte auch violett sein. Aber Zulamin selbst erinnert sich an das leuchtende Rot des ersten Schleiers. Gießt durch ihre Hände wie Wasser. Und sie lächelt, entrückt, abwesend, denn Raja hat sie erhört. So sinkt ihr beide nach hinten in einen tiefen Schlaf. Währenddessen, den ersten Augenblicken, Rassasur kreist über dem Schlachtfeld, wie es ein Drache tut, verharrt in der Luft, und in den ersten Augenblicken sterben die ersten 100 Soldaten. Eine riesige, blauschwarze Höllenlohe, die aus seinem Mund geifert, die Soldaten erfasst, explodiert und die ersten Seelen nach oben in Utas Pforte schickt.
Zeit für die Seelenernte. Und während ihr eure Lanzen und Schwerter fester packt, Jarlan darauf wartet, dass er endlich losstürmen kann, lässern kann, hat sich bereits auf dem ersten kleinen Hügel niedergelassen und starrt mit völliger Verachtung auf die menschlichen Heere, könnt ihr erkennen, wie Rassasor wohl von dem Lied der Elfen ergriffen wird, seine Flügel langsamer werden und bevor er zu Boden sinkt, könnt ihr erkennen, wie Tentakel aus Wasser und Algen vom grauen Mann, der eben noch immer bewegungsunfähig dort stand, nach ihm greifen, ihn reißen und ihn ziehen. Und er nach und nach stetig mit allerlei Wut in den See gezogen wird. Immer noch fällt Schnee und ihr könnt dabei zusehen, wie Rassasor vom elementaren Meister, vom grauen Mann, vom Riese, vom Ochsenwasser in die eiskalten Fluten gezogen wird und einfach ertrinkt. Es ist vorbei. Der graue Mann versinkt gemeinsam mit Rassasor, umklammert an seinem Hals in einem Würgegriff, in einem Kampf elementaren, dämonischen Ausmaßes. Niemand weiß, was jetzt passiert. Seht ihr das? Das kann es nicht gewesen sein, oder? Das kann doch. Das wäre zu einfach. Vielleicht sind wir in einer Traumwelt gefangen. Schaut euch einmal um. Gibt es irgendwo Sachen, die keinen Sinn machen, die unrealistisch aussehen? Ich gucke mir einmal genau den Streitwagen an. Ich gucke mir die Pferde an. Die Muster ihres Fells, die Wirbel, die kleinen Haarwirbel auf ihnen. Sind die noch wie vorher? Sinneschärfe Probe. Währenddessen streichst du durch das glatte Fell, krallst dich einmal rein in die Mähne, riechst an ihm. Es ist alles so intensiv. Du bist in keinem Traum. Das war echt. Nun. Die ersten Soldaten betrauern ihre gefallenen Brüder, Schwestern und andere wiederum fangen an zu jubeln. Die Zwerge derweil haben die Skorpione bemannt. Die ersten Skorpione, die über das Feld fliegen und in Lessankans Richtung, der dort immer noch auf dem kleinen Hügel sitzt und gierig zu euch hinüberstarrt, zu euch allen. Die Zwerge lassen sich nicht beirren. Es gibt einen weiteren Drache, der getötet werden muss, doch die Menschen haben es nicht verstanden. Hinter euch könnt ihr die Reiter hören, sowohl die Rommelisser als auch die von Ukurian im Wald, wie sie ungläubig anfangen zu lachen und zu weinen, fast dem Wahnsinn nahe sind. Das kann es nicht gewesen sein. Doch es ist so einfach gewesen. Was tut Lessankan? Er wird von dem ein oder anderen Skorpion getroffen und trottet dann mit seinem vier Beinen langsam mit aller Zeit, er ist ein Drache, hinüber vom Hügel rüber und speit seine ersten paar Flammen. Sie sind nicht ganz so gewaltig wie der allererste Strahl aus der Hölle, den Rassasor eben in wenigen Augenblicken entfesselt hatte. Doch, wenn er näher kommt, wird er sicherlich viele weitere töten. Er ist ein Kaiserdrache, 20 Meter groß. Abwarten. Reißt euch zusammen. Ihr habt's gehört. Halten! Stellung halten! Wir müssen auf den Nahkampf warten. Derweil könnt ihr wohl erkennen, wie Rohaya irgendwelche Befehle gegeben hat und das Fußvolk, leichte, schwere Infanterie, aufbricht, Lessankan zu richten. Und sie ihre Position, ihren kleinen Hügel verlassen und auf sie zustürmen. Wie weit ist Lessankan von uns entfernt? Von euch entfernt? Vom Sumpf aus ungefähr 500 Meter. Okay. Dann schauen wir mal, ob die Axt wirklich so ein guter Drachentöter ist. Die Kugel ist nicht auf ihn eingeschworen. Das stimmt. Aber wir können es natürlich trotzdem probieren. Die Axt ist ziemlich groß. Was machen wir? Warten, bis ihr die Infanterie zerreißt? Nein, darauf können wir nicht warten. Wir sind in der Flanke, also sollten wir uns auf ihn zubewegen. Ihr habt recht. Ich würde nochmal einen Zauberspruch aussprechen. Raschat Osmentila Makotosh.
würde mir über meine Brust streichen und einen Armatrutz wirken. Dabei Zeit lassen und Spuren ansetzen von aufrechterhalten auf feste Dauer. Gerüstet mit einem Gardianum und einem Armatrutz. Die Zügel knallen und die vier Pferde vor euch bewegen sich in Richtung des Wassers und von der Flanke, von der Seite auf Lessankan zu, während die anderen Infanteristen, die vielen Meter, ebenso auf ihn zustürmen. Auch sie haben noch 400 Meter. Ohaya selbst verharrt noch auf ihrem kleinen Hügel. Die Zwerge spannen fleißigere Skorpione. Ihr könnt auch erkennen, wie Answan von Rabenmund weiter oben beim Perrine-Tempel Befehle gibt, die Verletzten oder die Toten zu bergen. Er selbst traut dem Friedenbull auch nicht, bleibt aber ruhig. Die Elfen derweil singen weiter. Ihr könnt die ersten paar Pfeile sehen, die hochpräzise von den Wäldern, von den Bäumen in Richtung von Lessankan geflogen werden. Boltax. Immer rasanter reißt es dich den Sog des Mahlstroms nach unten. Du bist ringsum von Felswinden umgeben, die an dir ziehen und an die dich leicht zerschmettern könnten. Aber die Geschwindigkeit nimmt noch zu. Du rast nach unten mit atemberaubender Geschwindigkeit. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Ganz ruhig, Boltax, ganz ruhig. Gut. Das ist nur Wasser. Und du hast deinen Schlangenring. Zur Not kannst du hier unten ein bisschen atmen. Moment, ich kann atmen. Merkwürdig. Bin im Bunde mit dem grauen Mann. Er wird mich schon nicht einfach so absäufen lassen. Also konzentrier dich. Alles wird gut. Der graue Mann ruft dich zu sich. Du wirst durch eine große Höhle gezogen. Du kannst unter Wasser atmen. Du kannst sogar mit dir selbst reden. Zunächst streifst du ziellos durch lange Gänge, leer Räume, weitere Höhlen, bis du dann vom Strudel gezogen und geschoben in einem gewaltigen Festsaal auftauchst. Selbst der Thronsaal der Kaiserin dürfte mehrfach in diesen gewaltigen Raum hineinpassen, der hoch wie drei Segelschiffe sein muss. Säulen aus glänzendem Perlmutt ragen breit wie Pfeiler Deres zu den Wasseroberflächen, die die Decke bilden. Du kannst verschwommene Konturen einer Landschaft erkennen, Flussufer, Berge, ein Schloss. Es scheint so, als sei diese Halle das gesamte Volk des Flusses und des Sees anwesend und versammelt. Du blickst in hunderte von neugierigen Augen, Neckar, zahlreiche bunte Fischschwärme, anmutige Nymphen, einige aufrechtgehende Flusskrebse, die dich stolz anblicken und wie Ritter Spalier stehen, und ganz in der Mitte des Raumes, umgeben von grünlichen Neckern mit Dreizecken, steht ein Wesen. Groß wie ein Riese, mit Muskeln, aus blauem Marmor, glatt wie der Fluss geschliffene Steine, mit wallendem Bart, gleich einem schäumenden Wasserfall und mit Kopfhaar so dicht wie der Nebel. Vor dir steht der graue Mann. Ich würde mich mit anteiliger Begeisterung ob der Tatsache, wo ich bin, und anteiliger Ehrfurcht langsam durch dieses Spalier bewegen und noch einmal verzaubert in diesem Thronsaal mich umherblicken, wie die einzelnen Fresken oder was auch immer das ist, anschauen und dann langsam und durchaus demütig, aber auch ja, auf eine Art und Weise entspannt und gelassen wie das Wasser auf diesen grauen Mann gehen und mich dann verneigen. Du hast mich gerufen. Ich würde auf Risso antworten. Ja, grauer Mann, das habe ich. Bin froh, dass du meinen Ruf erhört hast. Du verschwendest meine Zeit und deinem Atem. Und Ersteres ist äußerst wertvoll. Das mag wohl sein. Deshalb möchte ich keine weitere Zeit verschwenden. Also, ich habe dich nicht umsonst gerufen, sondern wieder der Drachenflammen. Meine Freunde, meine Brüder und, naja, auch andere, weder als Brüder noch Freunde bezeichnen würde, kämpfen gegen diese furchtbaren Drachs.
Und einzig und allein deine Macht ist es, die Drachen aufhalten kann. Das weiß ich. Deshalb möchte ich dich um eine große, große Geste bitten. Der Drache Rassasor, jener, welcher dem Tode trotzt und im Bunde ist mit der, ja, Widersacherin des Rabengottes. Er muss fallen. Und mein vorrangiges Ziel, dass dies gelingt, dafür müssen wir sein Halsband sprengen und dafür müssen wir seine Flammen löschen. Denn er hat offensichtlich den Feuerodem des goldenen Drachen. Wir nennen ihn Alagrim, aber ich weiß, er ist ein verdorbenes Elementar. Und wer, wenn nicht ihr, könnt gegen einen derartigen Elementar bestehen? Wer, wenn nicht der graue Mann? Während du redest, kannst du erkennen, wie das Wasser um dich herum dunkler wird und es unangenehm zu riechen beginnt. Hast du Geschenke mitgebracht? Natürlich. Ich würde meinen Beutel an der Seite öffnen, den Aquamarin rausholen und ich würde auch die übrigen Edelsteine, die passen würden, die ich von den Echsen aus Warung geklaut hatte, also alle, die ich identifizieren konnte mit Wassermagie, elementarer Komponente Wasser, hervorholen. Genau, also es werden wahrscheinlich hauptsächlich Aquamarine sein, es könnten auch ein paar andere Edelsteine drunter sein, also ich weiß nicht. Rubine. Ja, das Smaragde. Das ist wahrscheinlich eher nicht. Aber halt diejenigen, die ich damit identifizieren konnte und die würde ich vor ihm ausbreiten. Das sind meine Geschenke. Du bist nicht vollkommen nutzlos. Nicke. In eben jedem Moment kämpfen wir bereits gegen ihn. Hab Dank. Hab Dank. Nun, dank eurem Eingreifen ist dieser Kampf noch nicht verloren. Kann ich noch etwas für euch tun, um euch meine Freundschaft zu beweisen, um euch meine Dienerschaft zu beweisen? Er blickt dich an aus tiefblauen Augen. Es gibt etwas weiteres, was du tun kannst. Nenn es und es wird geschehen. In ein paar Jahren wird der Ruf von Vajat erscheinen, ertönen. Hilf mir, die blutige See zu befreien. Meinen Brüdern, meinen Töchtern. Und ich gebe dir deinen Bruder zurück. Voltax ist einen Moment wie versteinert. Das werde ich. Alles, was in meiner Macht steht. Ich strecke meine Hand aus. Unser Pakt sei besiegelt. Ich werde die blutige See bezwingen. In deinem Namen, deinen Brüdern, deinen Töchtern helfen. Wir sind großzügig. Du bekommst einen Vorschuss. Und du kannst erkennen, wie wohl die Ritter die Krebsmenschen beiseite treten und ein weiteres Spalier bilden und dein Bruder Simax auf dich zutritt. Simax! Und ich würde ihn sofort um die Schultern fallen und ihn umarmen. Simax! Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch, Bruder. Oh. Bruder, du hast mich erlöst. Noch nicht, aber es ist so gut, dich zu sehen. Du betrachtest ihn. Er ist 70 Jahre jünger als du, aber er ist es. Er sieht dir wie aus dem Gesicht geschnitten aus, wie aus einem Stein. Oh, Simax. Es gibt so viel zu erzählen. Voltax. So viel zu berichten. Oh. Aber dies ist nicht der Ort, noch ist es der Zeitpunkt, an dem ich dich wahrlich erlösen kann. Oh, Simax, ich bin so froh, dich zu sehen und mein Herz ist so erleichtert. Und ich danke dem grauen Mann aufs Endloseste, dass er mir diese Chance gewährt hat. Aber es gilt heute, einen Drachen zu bekämpfen. Und wir sind Zwerge. Und mein Bund mit dir ist ewiglich.
Aber nur heute kann ich diesen Drachen bezwingen. Die Max. Hast du die Ausbildung an den Zornischen Drachenkriegen absolviert? Ich bin so stolz auf dich. Du weißt, ich bin kein Erzzwerg. Ich kann das nicht. Ich bin Geode geworden. Du bist Geode geworden? Ja. Warum, Boltax, warum? Um dich zu ehren, Simax, um dich zu ehren. Und um dich wiederzusehen. Ich bin so glücklich, dass ich dich sehe. Schweigt! Nimm deinen Bruder und erhöre meinen Ruf, wenn Vajata tönt. Das werde ich. Bruder, kehre nun zu mir zurück. Ich lade dich ein, meinen Schlangenring kennenzulernen. Er wird dir heim sein, sodass du mich begleiten kannst auf meiner Reise. Ein weiterer Sog erfasst dich und spült dich zurück in die Höhlen, in die leeren Gänge, nach oben, an die Oberfläche. Durch dunkles Wasser. Dunkles, dunkles Wasser. Derweil die anderen. Ihr habt euren Weg mit der Quadriga durch den Fluss angetreten und könnt gleichzeitig mit der Infanterie auf Lessankan treffen. Die Schlacht entbrennt direkt am großen Fluss. Die Infanterie versucht, den riesigen Drachen zu binden. Und während ihr dann vor ihm auftaucht, wie er größer und größer wird, 20 Meter lang, die erste Flammensäule, die weitere Infanteristen verbrannt hat, könnt ihr euch jetzt überlegen, was ihr tut. Ich möchte Lessankan blitzen. Gute Frau. Gut. Gehen wir einmal in eine Initiative. Besondere Initiative, weil wir auf diesem Karren stehen? Oder das ist kein Einfluss? Es gibt da eine Regel für. Aber frag mich nicht, wie sie heißt. Ich würde euch eure ganz normale Initiative geben, die ihr dann per Infanterie habt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so oder so später dann vom Drachen, vom Karren runtersteigen werdet. Ja, vermutlich. Das Grid ist 1 zu 10. Dementsprechend könnt ihr euch dann so anordnen, wie ihr mögt. Ich muss gerade mal schauen, haben wir jeden drauf? Die ersten Soldaten binden ihn irgendwie gerade im Wasser, was ein bisschen auch verkocht ist, aber zumindest versuchen sie ihn dann von vorne anzugreifen, anzustürmen. Es sind leichtes Fußvolk, Soldaten, kurze Schwerter, ein paar Schilde, die sie bei sich haben, Kettenrüstung. Lessankan hat die Initiative 21. Was hat Iserun für eine Basisinitiative? Mit den Sonderfertigkeiten zählt es dazu? Ja. Dann 16. Dann ist seine Basisinitiative höher bei 18 und er würde vor dir auf der 21 handeln können, könnte also was vorziehen. Ich muss gerade mal schauen, wie hoch seine Magieresistenz ist. Kaiserdrachen sind zwischen 12 und 18. Ja, dann kannst du ihn bei 18 ansetzen. Die von Rassasor später sehr viel größer. 35 passt hier noch nicht. Yep. Gut, wir beginnen von unten nach oben. Ihr könnt jederzeit Stopp rufen. Mira fängt an. Ja, Mira läuft dem Wagen erstmal weiter hinterher. Gut. Mira also, läuft weiter solange, hinterher. Ja, solange der. Ja, möchtest du sie gleich einen Sturmangriff ansetzen oder dann warten auf dich? Wir sind ja noch 25 Meter. Ihr werdet das jetzt, also ihr werdet sie dann gleichzeitig erreichen, während dann Boltax sein Gespräch hat. Also diese Runde erreichen wir ihn oder wie muss ich das verstehen? Genau, also ihr seid jetzt gerade, ihr könnt jetzt mit dem Wagen direkt über ihn drüber preschen mit den Pferden, ihr könnt dann davor absetzen und dann auf ihn zulaufen, die letzten 10 Meter, wie ihr mögt. Ja, diese Runde läuft die erstmal noch hinterher. Die weiß auch nicht, was ich tue. Gut, 16 Nabel mehr. Könnte ich vorher auf den Wagen noch einen Zauber wirken? Ja, ich weiß auch welchen. Weißt du? Den Gewandtheitszauber, oder? Genau. Ja. Stand fürs Katzengleich. Ach so, ich dachte, du meintest den Attributo. Den hatte ich ja schon vorher. Wirkt, denke ich. Ja, während das noch dem Wagen. Okay, dann kannst du mal den Stand fest. Den Stand fürs Katzengleich, ja. Wie lange dauert das, die Aktion? 4 Aktionen. Ja, passt. Was passiert sonst? Bei mir oder ja. Bei wem? Genau. Ich denke, wenn Iserun vom Wagen springt, wird er langsam. Ich weiß nicht, was sie tut.
Ich würde da auf Iseron warten. Ja, warte. Du tust nichts, Iseron. Ich bringe meine Leute an den Drachen ran, sodass wir ihn von hinten angreifen können. Wir haben ja schon mal gegen Drachen gekämpft. Wir wissen, dass wir auf den Schwanz aufpassen müssen. Aber ich hoffe einfach, dass wir das zu dritt einfach hinbekommen. Beziehungsweise gut. Viert. Gib mir einfach eine Wagenlenkenprobe. Ich gehe mal davon aus, dass du das Ganze erstmal lenken wirst, ne? Mhm. Habt ihr die Reiterei eigentlich mitgenommen? Das sieht nicht gut aus. Ja, wie sollen wir die denn mitgenommen haben? Auf dem Wagen? Doch, klar, die Reiterei. Die Reiterei wird dann auch, also die Kavalleristen werden dann ebenso von hinten dann in Richtung des Schwanzes preschen. Möchtest du das Pferden, Iseron, rate mal, wie ihr den mitgenommen haben sollt. Möchtest du das mit dem Schicksalspunkt verbessern? Deine Fahrzeuglenkprobe? Nein, ich habe keinen. Gut, dann, während du auf ihn zureitest und versuchst, die Pferde zum Halten zu bringen, ist natürlich unglaublich schwer, auf so einen Drachen zuzureiten und dann die Pferde eben auch nicht ausrasten zu lassen in Panik, kannst du erkennen, wie euch ein Schwanzschlag trifft und die Pferde ja vor dir gegen die Quadriga gestoßen werden, sodass ihr erst einmal 4-5 Meter wieder zurückrollt und dann euch erstmal wieder ein bisschen erholen müsst. Während ihr dann, wieder gesagt, von diesem Schwanzschlag getroffen werdet, Trafim. Freie Aktion, springt ab. Wie weit sind wir von dem Drachending noch weg? Jetzt sind es 15 Meter. 15 Meter. Ich habe ja jetzt die Axt in der Hand, dementsprechend habe ich natürlich nur noch zwei Aktionen, weil ich keinen Waffenmeister habe für fremde Äxte. Laufen. Gut, zwei Aktionen sprinten, dann kannst du ihn auf alle Fälle erreichen. Währenddessen wird Lessankan einen Drachenatem auf 10x10 Schritt ansetzen. Und das gelingt ihm. Dementsprechend macht er auf 10x10 Schritt nur 23 TP Feuerschaden und verbrennt bzw. verkocht die ersten Leute, die jetzt wie brennende Fackeln sich versuchen, so ein bisschen im Matsch und im Schnee zu löschen. Das ist zumindest seine erste Runde gewesen. Er verzichtet auf weitere Aktionen. Nächste Kampfrunde, wenn sonst nichts weiter ist. Mira. Na, die folgt natürlich stolz Papa in den Kampf. Gut. Jetzt habe ich sie da drunter gezogen. Entschuldigung. Ich guck mal gerade, können wir euch noch kleiner machen? Bestimmt. Wir gehen ja, warte mal. Range, centered back. So. Das sieht doch so schon besser klein aus. Was ist das für eine kleine? Das ist 1,3. Die anderen jetzt auf 1,4 gemacht. Gut. Beziehungsweise die anderen sind noch 10 Meter entfernt. Mira kommt angesprintet. Abim. Genau. Ja, ich würde natürlich jetzt vom Wagen springen und auf den Drachen zu rennen. Er ist wie viel entfernt? 15 Schritt. Ich habe GS6, also komme ich auf 18 Schritt, will gerade so rankommen. Also ich habe wahrscheinlich keine Aktion weiter mehr, auf seinen Schwanz zu rennen. Ist aber am sichersten hoffentlich. Genau. Ganz kurz, Iseron hat einen Blitzdichtwind gesprochen mit 15 Sternchen übrig. Die Magieresistenz von Lessankan ist 18. Mhm. Das nur als Information. Also hast du gesprochen und bist gegen eine Barrikade gestoßen, die eines Kaiserdrachens würdig ist. Man bräuchte einen wahren Namen, um die zu umgehen. Aber das wäre ein weiterer. Dann, Lessankan fängt an, und zwar euch zu behaken, und zwar, ich überlege gerade, was er macht. Er wird einmal einen Schwanzschlag probieren und mit einer Klaue nach euch treten. Da gucken wir gerade mal, wer das ist. Sicherlich Rafim. Power. Du kannst das, ich frage gerade, er ist ein sehr großer Gegner. Du bist ein großer Gegner, dann kannst du das ausweichen oder mit dem Schild parieren. Oder gegenhalten. Oder gegenhalten. Oh, ja, ich könnte es. Ich glaube, ich werde es gegenhalten tatsächlich. Also erstmal kommt der Schwanzschlag, der würde dann Mira und auch Abelmir treffen. Ja, ich guck mal, ob Mira ausweicht. Und die meine, Klaue wäre dann für Rafim. Mira springt zur Seite wie ein junger Gott. Das ist der Schwanz, ne? Dann beißt sie sich wahrscheinlich auch, nachdem sie kurz runter durchgetaucht ist, beißt sie sich in den Schwanz hinein und hängt dann wie so ein Hund, hängt sie dann hinten dran. Ich bekomme eine Erleichterung durch den Zauber von -4 aufs Ausweichen. Ja, durch das Standfest Katzengleich. Exakt. Warte mal, kann man mit zwei Antibwaffen überhaupt gegenhalten? Das weiß ich nicht. Oh, gib mir zwei Sekunden. Ich benutze die nie, deswegen frage ich.
Das waren die Waffen, das beschissenste Waffentalent sind. Ja, die sind ganz beschissen, das weiß ich nämlich auch nur noch. Nee, gegenhalten geht. Warte mal. Dann ausweichen ist 9 minus 4, reicht nicht ganz. Ist nicht gelungen, nein. Genau. Dann bekommst du, warte mal, ich hatte das gerade oben angesagt, der Schwanzschlag, 16 TP. Und ihr könnt spüren, während ihr auf ihn zulauft, wie infernalische Glut von ihm abstrahlt. Ihr seid allerdings geschützt durch die Drachenpaste, die ihr euch vorher aufgetragen hattet. Ansonsten, ist das eine Körperzone oder wo er trifft? Kannst du dir aussuchen, kannst du selber mal würfen. Okay. Dann wird dein rechtes Bein wahrscheinlich getroffen und knackt zur Seite. Ich weiß nicht, wie viel Rüstung hast du aktuell? Ich habe Rüstung von 5 plus 1 ist von 6, sind 10 Trefferpunkte. Ja, dann wird das wahrscheinlich auch eine Wunde sein, ne? Nein, ich habe eine Wundschwelle plus 1, ich habe jetzt eine Wundschwelle von 10. Ah, mehr. Durch das Unverwundbarkeitselixier. Exakt. Ja, dann, sehr gut. Okay, ich muss jetzt plus 4 attackieren, weil ich halt den Mann ja gegen, also den Drachen. Oh, mein Junge, hier komm zu Papa. Dann kommt erstmal der Klauenschaden. Das sind 11 halbe. Das ist egal. Ja, ich wollte gerade sagen, du merkst wohl, wie er mit seinem hinteren Bein, was du gerade angelaufen bist, er drückt dir seinen Fuß entgegen, will dir seine riesigen Klauen reinrammen und du hältst einfach gegen und stürmst mit dem gar nicht so viel. Ah, nee, gar nicht so viel. 26. Wieso 26? Weil ich gekrittet habe. Ach, weil du gekrittet hast, ja, richtig. Natürlich. Rüstungsschutz ziehen wir nochmal ab. Ich gucke gerade mal, wie hoch der Rüstungsschutz von ihm ist. 12. Ach, das ist ordentlich. Und eine Autowunde, vergiss die nicht. Stimmt. Weil es ein Crit war. Ja, und Trefferzone musst du nicht würfeln, weil ist gerade... Ja, das Bein. Ich kann dir nur das Bein treffen. Das Ding ist ja riesig. Gut. Abelmir hat er gehandelt. Isarun darf noch, ne? Ja, ich versuche, den Wagen unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Die Pferde sind getroffen von dem Schwanzschlag. Wirren, scheuen. Sie würden sich erstmal nicht weiter bewegen. Ja, ich würde sie dann vielleicht mal so in diese Richtung da zu diesem Gebüsch führen. Ja, das ist eine Fahrzeuggelenkprobe minus 3. Mhm. Osavo, der Ball springt wohl auch ab und wird dann, nachdem der Schwanzschlag rübergekommen ist, dann die 15 Meter selber sprinten mit seinem Kampfstab, die beiden Enden in magische Metalle getaucht. Ja, das sollte gelingen. Die Pferde sind immer noch in Panik. Du kannst sie allerdings vom Besten überzeugen und dann auf die kleine, vom Sandstrand ein bisschen wegbringen und dann an so einem kleinen vertrockneten Gebüsch dann erstmal runterstellen, sodass du dann selber den Rest rennen und sprinten kannst. Mhm. Rafim hat gegengehalten. Ja, ich muss mich aber noch an der Stelle kurz korrigieren. Der rechnet WM nicht automatisch beim Würfelwurf mit ein. Dementsprechend sind meine Werte etwas schlechter. Ja, ich muss gerade... Also ich hätte letztes Mal dann nicht gekrittet, deswegen sage ich das. Also du hast eine 1 gewürfelt, aber kein Crit. Genau. Nee, wie viel schlechter sind deine Werte? Denn du denkst, dann hast du doch mal 2 Erleichterungen aus Überzahl bekommst, ne? Okay, dann wird's klappen. Überzahl gegen Drachen. Das auch weiß ein ich. Drache ist ein Gegner, da steht nicht, dass das größenbeschränkt ist. Ja, gut. Vor allem da alle gegen dasselbe Bein kämpfen. Ist okay, dann hast du es tatsächlich geschafft. Wunderbar. Ja, ich versuche mal den Drachen zu hauen, ehrlich gesagt. Ich mache erstmal einen Dreier-Wuchtschlag und guck mal, wie das so ankommt. Ja, hinter euch könnt ihr dann auch sehen und hören, wie die Romulusser Reiterei ebenso anstürmt und dann natürlich so ein bisschen durch die Gebüsche behindert ist. Das hat Lessenkan wohl tatsächlich ziemlich clever gemacht. Aber sie versuchen selber dann ihre Lanzenstiche anzusetzen und dann weiterzureiten, ohne dass sie dann durch die permanenten Aura durch das heißbrennende Feuer von Lessenkan dann selbst Schaden erleiden. Ich nehme mal an, ich treffe und er pariert nicht. Er könnte parieren, aber er hält das aktuell noch nicht für nötig. Das habe ich irgendwie befürchtet. 21. 21 minus 12. 21 minus 12 werden notiert. Gut. Derweil ganz woanders. Zulamin und Midas. Ihr seid wieder aufgewacht. Was passiert ist, wisst ihr nicht genau, aber der Tempel hat sich verändert.
Ihr seht die ein oder andere Pflanze, die am Boden aus den Fliesen hinaus sprießt. Die Kristalle sind abgeplatzt. Die Gwenpetrelsteine liegen auf dem Boden und sind wohl auch erloschen. Es ist nicht dunkel, aber es riecht ganz anders. Ihr merkt das schwüle Klima um euch herum. Die Luft ist feucht, aber nicht so, wie es normalerweise in einem Effa-Tempel wäre. Midas, du merkst wohl, dass deine Lederrüstung ein bisschen Patina eingesetzt hat. Ein bisschen faulig und modrig ist. Eisenteile, die ihr bei euch habt, sind leicht rostig geworden. Kleidung ist klamm. Oh. Nun, ich glaube, wir waren erfolgreich. Meint ihr? Erinnert nichts an den Ort, von dem wir kommen. Schaut euch um, die kleinen Petrolsteine am Boden haben all ihre Strahlkraft verloren. Würden sie doch nicht so weiter. Dieser Ort sieht zerstört aus. Als wäre viel Zeit vergangen. Wollen wir uns vielleicht einmal draußen umsehen? Ja. Ich denke, das wäre opportun. Wir sollten uns nicht trennen. Nach Möglichkeit zusammenbleiben. Ich denke auch. Wenn ihr nach draußen tretet, könnt ihr tiefliegende Wolken erkennen. Es gibt keinen Himmel mehr, keinen Tag- und Nachtzyklus, und das wisst ihr. Ihr wisst nicht genau, wie ihr hingekommen seid, aber in Träumen weiß man das ja nie. Aber ihr wisst, dass es nur dieses stete Dämmerlicht gibt. Es gibt auch kein Oben mehr. Vor euch könnt ihr den matschigen Morast und den Boden erkennen. Sturzbäche, die hier entstanden sind und die unter euch und dieser kleinen Brücke hindurchsprudeln. Alles ist sehr viel wilder. Die Natur hat sich das Land zurückerobert. Und ihr könnt dort an dem Fluss erkennen, wie Lessankan steht. Er betrachtet euch, schaut euch an und wartet. Ich tausche einen Blick mit Midas, aber... Ich weiß nicht, in Träumen zögert man ja nicht und es scheint das Richtige zu sein, auf ihn zuzugehen. Ja, ich würde instinktiv zu Lamins Hand ergreifen und dann mit ihr zusammen auf den Drachen zugehen. Natürlich nicht allzu forsch, sondern in einem gebührenden Tempo, aber mich langsam nähern. Es ist sicherlich noch eine Meile Abstand zu Lessankan, aber während ihr geht, die Zeit vergeht und ihr seid da, wie es in Träumen so ist. Er muss seinen Mund nicht öffnen, er spricht über die Gedanken mit euch und ihr wisst, dass ihr es genauso tun könnt. Ihr sprecht mit Lessankan. Sagt mir, warum ich euch versklaven sollte. Ich sehe, ihr habt Talent, euch fresse ich zuletzt. Seid ihr hier, um euer Leben zu bitten? Das habt ihr bitter nötig. Nun, wir fühlen uns geehrt, euer Erhabenheit. Aber wir sind im Grunde niemand. Nur zwei demütige Diener höherer Mächte. Eine Rayani. Ich habe so viel mehr erwartet. Nun, hättet ihr einen Preisgeweihten erwartet? Ich meine, so unkreativ wie die sind, es tut mir leid. Nehmt doch lieber mit uns vorlieb. Wir sind sicherlich angenehmeren Zeitvertreib als ein derart Tumba Kaios-Geweihter. Oder seht es so? Offensichtlich haben eure Gegner, wenn man sie denn überhaupt so nennen kann, erkannt, dass sie gegen euch keine Chance haben und schicken von daher Unterhändler. Tut euch nicht weh, wenn ihr versucht, durch die Schuppen zu stechen. Menschen nehmen so schnell Schaden. Aber warum sollten wir durch diese wunderschönen, goldglänzenden Schuppen stechen? Nein, das wäre doch schade, nicht wahr? Ihr seid so naiv. Ihr tut es dennoch. Nun, wir können unsere Absichten nicht vor euch verbergen, O Goldener.
Denn euer Geist ist schärfer als die Klinge eines Balayan. Es ist schwierig, die Gedanken niederer Wesen zu ergründen. Er nickt. Ich bedauere, dass ihr euch diese Mühe machen müsst. Dennoch wisst ihr, dass wir hier sind, um euch gegen Rassasor aufzubringen. Denn, wie ihr richtig vermutet, wir wollen leben. Und wir wollen, dass auch die anderen Sterblichen hier auf dem Felde leben dürfen, die euch in eurer Herrlichkeit wie Ameisen erscheinen müssen. Wenn mir der Sinn nach leerem Gerede stünde, wäre ich an Galottas Seite geblieben. Nun, lasst mich euch ein Bild zeichnen. Vielleicht mag es euch nicht überzeugen, aber zumindest verheißungsvoll erscheinen. Stellt euch vor, die schwarzen Lande, dieses, von Razazor ehemals beherrschte Wahrung. Es ist gefallen. Und irgendwann, denn es wurde von Galotta herbeigerufen, wird auch Yol'Gurmak fallen. Aber Draconia, eure Grafschaft, könnte ewig Bestand haben. Sie könnte beflügelt werden. Draconia! Ja. Du fliegst, ihr fliegt gemeinsam in einem Sekundenbruchteil und steht dann in der Luft harrend vor dem, was einst Wahrung war. Bewachsen, eine riesige Pyramide, die an der Stelle steht, ein Wirbel aus Elementen, die sich darum drehen und wirbeln. Die Stadt ist grün und bewachsen und Lessankan herrscht über sie. Stellt euch einmal vor, wozu ihr imstande wärt. Welche Macht ihr aufbringen könntet, wenn ihr euch jetzt gegen Rassasor wendet und seinen Hort plündern würdet. Welche unermesslichen Schätze sich dort wohl verbergen mögen, mag selbst ich nicht ergründen. Aber ihr wisst ganz genau, was sich dort befindet und was ihr damit tun könntet. Ich bin mir sicher, ihr habt schon vor Jahrhunderten ersonnen, welchen Vorteil es euch gereichen würde. Sprich weiter. Nun, und euer Machtgebiet würde sich ausweiten. Wenn Rassasor nicht mehr da ist, würde ein Vakuum entstehen. Und wer könnte es besser füllen als ihr? Wo ein Drache fehlt, wird ein neuer, ein goldener entstehen. Er wird sich erheben und über alle anderen reagieren können. Stellt euch das einmal vor. Die Blicke mustern Zulamin. Wenn ich fragen darf, euer Erhabenheit, weswegen folgt ihr ihm überhaupt? Ihr seid ein Kaiserdrache. Warum also seid ihr hier? Zum Vergnügen? Fleisch. Ich bin das Hasserbe meines Vaters, meiner Mutter. Die Essenz von Aper. Die Essenz von Pyrdakor. Aus den Wiegen der Flammen in Blut gegossen. Ich bin Lessankan. Ich folge nicht. Nun, das hätte mich auch überrascht. Doch sah es im ersten Moment so aus. Eine Flammenlanze wallt aus seinem Mund hervor und verbrennt euch beide. Ihr bekommt die Hälfte eurer Lebenspunkte als echte Schadenspunkte. Ihr dürft ein W20 würfeln. Das ist der Rüstungsschutz des Schleiers. Dann wollte ich es natürlich auch mit dem Schicksalspunkt versuchen zu retten. Dann hat Zulamin einen Rüstungsschutz von 9. Ansonsten, wie hoch sind deine maximalen Lebenspunkte? 31. 31 sind 32, sind 16 echte Schadenspunkte, beziehungsweise 19 wird davon ab, sind 7 Schadenspunkte, die du bekommst. Ihr wacht wieder auf im Effa-Tempel. Der Effa-Tempel ist immer noch pflanzenbewachsen. Die Steine sind abgeplatzt. Ihr seid immer noch im Traum. Derweil, Yalan, du hast immer noch aus, Scharren. Du siehst, wie deine Freunde dort unten verkocht werden, sterben. Schwanzschläge, die kommen. Ritter, die mit ihren Lanzen ansetzen. Nur ihr wartet noch. Du hast die Lanze aus Endurium bei dir.
Neben dir Selindian und der Ritterkönig. Von Sekunde zu Sekunde werde ich unruhiger, stochere mit Finsterfang auf in irgendetwas am Boden herum, einem Tanzaffen, der hier herumliegt. Verdammt nochmal. Ich bin ein Stier. Wir sollten am besten auch, bevor meine Schwester dort ankommt und uns den Ruhm klaut, Rastasaurus tot. Jetzt, oder? Nein, wartet ab. Es kann so einfach nicht gewesen sein. Was ist mit dem Himmel? Er ist immer noch... Was ist das für ein Sternbild? Das kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Und vergesst nicht, der schwarze Drache kann nicht sterben, solange er das Halsband trägt. Was auch immer er in diesem See tut. Es ist nicht vorbei. Haltet euch an den Plan. Er ist ertrunken, kommt schon. Er atmet nicht, euer Hoheit. Er kann nicht ertrinken. Warum ist er dann noch nicht wieder aufgetaucht? Das wissen wir nicht. Seht es einmal so. Seht ihr drüben auf dem Geschützhügel? Der Verkohlte? Dort stand eure Schwester. Wenn sie noch lebt, wird sie garantiert keinen Angriff reiten. Beruhigt euch dies? Ja, während du auf den Hügel deutest, kannst du sehen, wie die Skorpione wohl ein weiteres Mal bespannt worden sind und weitere Pfeile in Richtung von Lessankan geschossen werden. Zielgenau, damit man nicht die eigenen Infanteristen trifft. Innerlich fluche ich natürlich am laufenden Band. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen, um Selindian irgendwie bei Ruhe zu halten. Ein Blick ab und zu auch gegen den Himmel, irgendwie in der halben Erwartung, dass es gerade eben ein Trugbild war und der echte Rastasaurus jetzt von dort hinabkommt, aber... Und während du auf das Schlachtfeld blickst, dem Lauschen aus dem Wind hörst, die Elfen, die immer noch ihren zweistimmigen Gesang Lessankan am Boden halten, kannst du ein weiteres Heulen, ein Heulen aus den Sphären erkennen. Und dann siehst du, wie sie aus dem Wald zu dir kommen. Schattenwandler. Flucht! Angriff! Angriff! Die Männer neben dir, Okurians Ritter, drehen ihre Pferde und versuchen, die Lanzen fallen zu lassen, Schwerter zu ziehen, Schilde noch einmal wieder, die an den Pferden befestigt waren, aus dem Sattel zu holen, nach oben zu holen. Du guckst dich um, Selindian, wo ist er? Wo ist Danos von Durin? Er steht immer noch neben dir, hat bereits seine Lanze am Pferd festgemacht am Sattel und hat bereits sein Schwert gezogen und reitet auf die ersten Schattenwandler zu. Du siehst, wie einer auf dich zukommt. Er schwebt über den Boden und du spürst und merkst den Hass. Initiative. Was ist das an? Reiter-Inni. Komm schon. Das ist gar nicht so gut. Die Hälfte von 9 sind immer noch 5, plus die üblichen 16 sind dann 22. 22? Mhm. Gut, Schattenwandler sind leider auch nur bei der 21. Haben nicht gut gewürfelt. Dann versuchen die Schattenwandler anzugreifen. Sie haben, ich muss gerade mal vorziehen. Ich möchte vorziehen. Ja. Ziehen wir eine Liturgie. Blendstrahl aus Alvaran auf 10 Ziele aufgestuft. 10 Ziele aufgestuft? Mhm. Ja. Ist dann grad bei. Ich würfel erstmal die Liturgiekenntnis und dann die Erschwernis müsste so bei 4 bis 6 Punkten liegen oder so. Ja, tun wir so, als hätte ich 15 über. Ja, können wir jetzt noch irgendwie mitbeten? Hast du nicht, aber. Wie lange dauert das? 2 Aktionen, also sie können das noch angreifen. Ja, okay, dann greifen sie tatsächlich auch an. Und zwar haben sie 3 Aktionen und würden dann 3-mal mit ihren Schattendolchen zustechen. 3-mal kriegen sie nicht durch, nur 1-mal. Na gut. Wenn sie 3 Aktionen haben, kommt ihre zweite 4 Aktionen nach der ersten, aber da ich in der nur 1 hinter ihnen bin. Stimmt, da können sie 2-mal angreifen, sorry, aber nicht 3-mal. Ja, wie hoch ist deine Rüstung? Kommt die Zone an. Dann kannst Gesamt du die selber mal würfeln. 4 sag ich schon. Da. Ihre Distanzklasse ist sogar HNS, sehr merkwürdig. Ja, es ist bei Dämonen öfter mal so am Bauch. Da habe ich gar nicht so viel, nur 13. Das sind keine Dämonen. Falls das jetzt auch für den Bandstrahl oder für deinen Blendstrahl... Nee, der macht leider keinen Schaden. Gut. Wie hoch ist deine Magieresistenz? 10. 10? Aha. Dann merkst du, wie du von kleinen Nadelstichen getroffen wirst, die in dein Herz eindringen, durch die Rüstung hindurch und du von einem schwarzen Schrecken ergriffen wirst. Wie hoch ist deine größte Angst? Und was ist es für eine Angst? Ich kenne keine Angst. Hast du keine Nachteile? Ich habe Nachteile, aber keine Angst. Was hast du denn so für Nachteile? Arroganz, Rachsucht, Selbstsucht, Gerechtigkeitswahn, Prinzipientreue?
eigene Ängste quälen dich. Da werden die Ängste vermehrt, aber es sind dann nur sowas wie Angst vor Feuer, ne? Das ist jetzt... Ich habe keine Angst. Okay. Ja, wie gesagt, du merkst wohl, wie die Schattenwandler, sie erinnern dich an die Hashtots, die du vor langer Zeit erblickt hattest. Mittlerweile ist deine Aura wohl rein genug und Praios hat dich auserwählt, sodass du die kurz aufbäumenden Hashtot-Kutten, die neben dir entstehen, wieder wegdrücken kannst. Und dann merkst du, wie dein Bandstrahl, dein Blendstrahl aus Alvaran durch die Wolkendecke, durch den Himmel, bist du in einer Globule, er dringt hindurch durch die Wolkendecke. Und was tut er? Ja, Jalan schlägt noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt stofflich ist, schlägt auf jeden Fall mit seinem Schild noch nach dem Vieh, das ihn gerade angreift. Fort von mir, runter, Praios, Licht, schlage euch! Und aus seiner Hand fährt ein blendender Lichtstrahl auf die umstehenden Feinde ein. Ja. Blendet. PP hat das so gesagt, also 10 Schattenwandler. Mhm. Macht keinen Schaden und senkt die Initiative, ne? Zwar sind wir auf Grad 2 gewesen, entsprechend steckt das alles um plus 5, also haben wir 15 halbe sind 8. Plus 5, sie verlieren 13 Punkte Inni, ihr Fernkampf, ihre Zauber sinken um 13 Punkte und 13 Punkte werden gleichmäßig von AT und PA abgezogen. Hier steht nicht wie zuerst, aber ich nehme an, übliche Konvention folgen zuerst von der AT. Okay. Gut, dann kommt der nächste Schattendolch, der nach dir gestochen wird, und das ist die 1. Da muss ich gerade mal überlegen, das ist kein Crit. Leider ist es kein Crit mehr. Ja, da ich nicht ausweichen kann, muss ich diesen Schaden nehmen. Ja, sind nochmal 9. Okay, die Zone könnte hier wichtig sein. Ich bin auf einem Pferd, aber öffnen wir trotzdem erstmal. Ja, du merkst wohl auch vor allem, wie das schwächste Ziel instinktiv erspürt wird. Und dein Blendstrahl aus Alvaran kam gerade rechtzeitig, denn du siehst, wie gerade 3 Schattenwandler Selindian vom Pferd reißen und ebenso mit ihren Schattendolchen nach ihm stechen. Selindian hat Ängste und er fängt an zu schreien. Nicht vor Schmerz, auch vor Schmerz, aber vor allem, weil er seinen eigenen Ängsten gerade erliegt. Was willst du tun? Nächste Kampfrunde. Ich möchte natürlich vor die Viecher vorziehen. Ich rufe noch an Praios Namen, schlag die zurück! Und dann, Selindian war relativ neben mir. Ich möchte mich über ihn stellen, also mit dem Pferd. Ja. Und die anderen, die alle zur Seite werfen. Ich weiß nicht, ob das eine Aktion ist, ein Angriff. Such dir was aus. Hast du Praios geweihte Gegenstände bei dir? Mein Schrottkorb ist Praios geweiht. Ich habe ein Praios geweihtes Amulett. Und meine Rüstung ist Praios geweiht. Gut. Schlag einfach mal zu. Okay, ich mach mal einen Angriff mit dem Pferd, ja. Ja, Danos von Lurin tut es dir gleich. Benutzt wohl sein Pferd, benutzt den Schild, benutzt sein Schwert und flügt da wohl durch die Schattenwandler hindurch. Die anderen Rommeliser Reiter tun sich da wohl ein bisschen schwieriger. Du siehst, dass das alles sehr kräftezehrend ist. Auch die Schattenwandler, die Rommeliser Reiter werden wohl ebenso von diesen Schattendolchen getroffen. Pferd würde treffen, 9 Schaden machen. Ja. Und dein Streitkolben hast du noch nicht gewürfelt, ne? Nee, wie gesagt, ich nehme an, ich manövriere das Pferd irgendwie rein. Ich möchte primär halt irgendwie zwischen ihnen und Selindian stehen, halt über ihm, damit sie eher auf mich anstechen. Wenn die Schattenwandler wohl deine Rüstung treffen, brechen diese Schattendolche tatsächlich wohl auch ab. Praios geweihte Rüstung, Gegenstände, Lichtliturgien, Sonnenlicht. Und so kannst du dich dann über Selindian aufbäumen, kannst ihm dann versuchen, das Leben zu bewahren, immer mal wieder mit Verzweiflungsschäden dein Pferd rumreißen, ziehen, mit deinem Streitkolben schlagen, treten und deinen ganzen Körper gegen die Schattenwandler stemmen. Zurück, zurück, ihr habt hier keine Macht, fort mit euch! Und während du versuchst, sie zurückzuhalten und das Leben des jungen Kronprinzen, des Kaisers, zu retten, kannst du ein weiteres Heulen vernehmen, was ebenso aus dem Wald kommt. Und die Gestalt, die dort auf dich zuschwebt, ebenso schattenhaft und konturlos, trägt eine Krone. Derweil bei Lessankar. Nächste Kampfrunde. Mira. Ja, Mira hängt immer noch am riesigen Schweif von dem Drachen und beißt. Beißen. Dann Würfel. Kommt nicht durch die Schuppen durch. Genau, beißt und klebt da wohl immer noch, versucht ihn weiter abzulenken. Abelmir. Ich würde in Richtung seines rechten Hinterbeins an dem heißen Drachenleib vorbeirennen und
mal Ausschau zu halten nach einer dicken Sehne an seinem rechten Hinterbein. Anatomieprobe oder? Hast du die Tierkunde Drachen? Ja, habe ich. Also ich habe Tierkunde Drachen habe ich und Anatomie habe ich auch. Ja, dann darfst du Tierkunde Drachen würfeln, um die Schwachstellen zu erkennen. Anatomie ist definitiv nur für Menschen. Alles klar. Dafür gibt es ja extra die Spezialisierung. Dadurch darfst du dann an der Rüstung vorbeistechen. Andernfalls wäre es nicht erlaubt. Du kennst dich mit Kaiserdrachen aus. Sie haben keine Schwachstellen, aber so groß wie sie sind, kannst du dann doch irgendwo zwischen den Schuppen vielleicht dann durchstechen. Vielleicht am Bauch. Und während du dich auf ihn zubewegst und den riesigen Schwanz auf dich zukommen siehst, du merkst wohl, wie die Kreide und das Wachs, das Zwergische, was ihr aufgetragen habt, langsam nach und nach in diesem Feuer getrocknet wird und leicht langsam abbröckelt. Nach und nach. Essankan macht einen Schwanzschlag, nicht nur auf dich, aber unter anderem auf dich. Darf ich nichts machen, oder? Doch, klar. Du hättest ausweichen dürfen, kannst aber auch so durchtauchen. Und ich meine, durfte ich nicht angreifen, oder? Er hat vorgezogen. Vorgezogen, während du an seinem Bauch vorbeikommen wolltest. Ja, dann darfst du noch eine Aktion zustechen. Habe ich noch die plus zwei Überzahl? Immer noch? Ja, klar. Deine Leute sind noch dran. Gut, ich habe jetzt inzwischen durch meine Gewandtheit einen Punkt Bas, Punkt mehr Attacke Parade und eine 4-Punkt Erleichterung durch den Zauber. Heißt, ich bin bei Attacke 25. Wow, was? Ja. 19. Mach einen gezielten Stich, wenn du willst. Ich mache eine plus 10 Wuchtschlag. Oder auf, so? Auf die Sehne, die ich glaube, spät zu haben. Ich wäre bei 15, wäre ich gelandet. Ja, das wäre gelungen. Genau, so das 25 plus 10 wären dann 15. Ja, okay, passt. Gut. Dann hast du getroffen und kannst deinen Schaden machen plus 10. Nur 21 minus Rüstungsschutz. Abel, mir ist durch, Isarun. Aber ich dachte, dafür ist die Tierkundeprobe, dass du an dem Rüstung vorbeistechen kannst. Genau, dann musst du einen gezielten Stich ansagen. Ah, ach so, okay, das habe ich missverstanden. Isarun beginnt zu zaubern und zwar ein Attributo in der Variante Schnellsteigerung. Das wird insgesamt 5 Aktionen dauern. Ich würfel aber jetzt schon mal, weil ich Zauberkontrolle habe. Sehr gut. Was tut der Sankan? Wieder mit Klauen und Bissen. Einfach mal exemplarisch einen Biss vor euch. Könnt ihr sehen, wie der Kopf, der Brustkorb, der Unterleib von einer Wache verschwindet und vom Drachenatem gekocht wird. Es stinkt nach Haaren, nach Menschenfleisch und dann ist er verschwunden. Es gibt nicht mal mehr ein Schreien. Währenddessen gibt es zwei weitere Klauenangriffe nach vorne und einen weiteren Klauenangriff nach hinten und zwar auf Rafim. Das hab ich befürchtet. Klaue getroffen. Du kannst wieder gegenhalten. Natürlich. Kann ja auch sonst nix. Hebt mir beim Gegenhalten auch die Überzahl? Oh, ja, klar. Okay. Es ist eine Paradeaktion, technisch gesehen. Dann nicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann nicht. Du würfelst nur auf deine AC. Aber es ist eine Parade. Ja. Oh, ich habe mit einem Punkt das geschafft. Da wird er besser Vergleich, sein. Wie hoch ist denn deine Initiative? Ein Punkt nur ein besser. Ein Punkt mehr. Aber, nee, ist ein Punkt drei besser. Punkte. Genau, dann kriegst du den vollen Schaden, 22, und ich krieg den halben. Ja, warte. Immerhin 11. Ja gut, das macht ihm keinen Damage. Minus Rüstung, genau. Ich krieg's in den Bauch. Wie viel TP sind das? 11. Wie viel SP sind das? 11. Ja, wo ist deine Wundschwelle aktuell? Auch bei 11 sein. Warte mal. Ja, ist auch bei 11. Und Verwundbarkeitselixier, ne? Glaube ich sogar bei 12. Ne, bei 11. Bei 11 müsste es. Dann merkst du, wie die riesige Klaue über deine Rüstung fährt, kratzt und den schuppigen Leib abreißt, der dir gewachsen ist und eine riesige blutigen, ein Pfuhl an deinem Bauch zurücklässt. Dann ist Rafim mit der 22 noch nicht durch. Du kannst noch eine nächste Aktion machen, ne? Oder verbraucht das Gegenhalten? Nee, das Gegenhalten verbraucht ja eine Paradeaktion, mit Sicherheit. Ja, willst du noch angreifen? Ach so, habe ich noch nicht. Ja, ja richtig, genau. Sorry. Hast zwar nur 2, weil es kein Waffenmeister ist. Ja, genau. Warte mal, ich mache eine 8er erschwerten Wuchtschlag, komm.
Ne, warte, wir machen mal einen 7er Erschwerten, also habe ich eine 5er Erschwernis, wegen der 2er Überzahl. Aua. Aua! Ist das ein Crit? Das ist ein Crit, ne? Natürlich ist das ein Crit. Also eine, warte mal, hast du ein 7er? Der 7 wird nicht verdoppelt, oder? Ach so. Wüsste ich jetzt nicht. Entschuldigung, beim Hammerschlag ist es so. Ich glaube, Ansagen kritten mit, oder? Ja, Ansagen schon, aber beim Hammerschlag wird das nicht. Auch beim Hammerschlag, deine Ansage wird mit verdreifacht. Nein. Doch. Nicht. Ist egal, es ist ja auch egal. 25 ja. Mal 2, das sind 50. 50 minus 12. Ja, damit können wir auch mittlerweile können wir da arbeiten. Ja, du spürst, wie Lessankan wohl in deinen Gedanken herumwühlt. Er ist ein Kaiserdrache und ebenso der Telepathie mächtig und du merkst jetzt auch Widerstand, wie er, während er kämpft, während er mit seinem Schwanz schlägt und Klauen nach dir hiebt, merkst du, wie er an der Axt zieht. Also nur, um das an der Stelle zu erwähnen, ich habe einen 16er Magieresistenz. Okay. Dann wird Boltax gerade andernd gespült, hustend, nass. Uiuiui. Das Wasser ist ja doch gar nicht so schlimm. Habe ich mir irgendwie schon mal vorgestellt. Ich würde mich mal umgucken, wo ich bin und wie eigentlich die Szene überhaupt ist. Ja, Ochsenwasser hat sich schwarz verfärbt. Du merkst, wie ein riesiger Strudel sich gebildet hat. Wellen, die nach dir greifen und schlagen. Du siehst, wie der Hügel leicht verbrannt ist. Du siehst wohl gerade, wie die ersten Skorpione ein weiteres Mal schießen. Verbrannte, die vom Feld getragen werden. Rufe, Schreie, Soldaten, die weiter ausharren. Der Effa-Tempel, der dort immer noch ruhig liegt. Und dann siehst du, wie der Himmel über dir immer noch blau ist. Etwas kreischt aus den Sphären. Ich würde meinen eisernen Willen mal anwerfen. Wo bin ich an Land gespült worden? Bin ich auf der gleichen Seite, an der ich stand, an Land gespült worden oder auf der anderen Seite? Also da, wo der Auf der gleichen Seite. Alles klar. Dann würde ich, glaube ich mal, weil es das Sinnvollste ist, was ich... Der Effa-Tempel ist 180 Meter von dir entfernt. Ein langer Spurt. Ja. Und während du dich orientierst und nach den Schreien lauscht und das Rauschen des Windes, des Schnees und das Schreien von Rassasau hörst, kannst du sehen, wie vor dir eine schwarze Gestalt auftaucht, über das Seewasser hinübergeschwebt ist und dich mit Schattendolchen angreift. Ein weiterer Schattenwandler. Initiative. Ich werfe für den Schattenwandler mal eine eigene Initiative. 26. Wie viel hat das Unverwundbarkeitselixier nochmal gebracht? Das trage ich mir dann schnell mal ein. Rüstungspunkte und einen Punkt Wundschwelle. An allen Zonen, versteht sich. Ja. Du bist bei der Initiative 11. 3. 2. Ja, ich würde ihn mit meinem Dolch stechen. Welcher? Selbstverständlich mit meinem Bernstein durch. Okay. Weil das andere macht ja in dem Fall keinen Sinn. Hast du schnell ziehen? Nein. Gut, dann brauchst du eine Aktion, um durchzuziehen. Währenddessen kommt der Schattenwandler auf dich zu und sticht. Hast du Ängste? Ja, selbstverständlich. Angst vor dem Meer. Du stehst Angst am Meer. Angst vor dem Meer. Und ich habe auch noch, warte. Jetzt muss ich gerade gucken, Platzangst oder Raumangst? Platzangst. Also Angst vor offenen Flächen, deshalb würde ich mich wahrscheinlich dann, wenn er die nähert, in den Wald zurückziehen. Während er auf dich zuschwebt, kannst du die spitzen Stöße in deinen Unterleib bemerken. Du hast deinen Dolch gezogen, könntest jetzt parieren oder angreifen, aber du bist alleine. Und während du noch einmal hilflos zum Effa-Tempel blickst, kannst du sehen, wie der Effa-Tempel von dir wegwächst. Wie das Meer vor dir größer wird, die See. Du bist alleine auf einer kleinen Insel. So wirkt es zumindest. Oh weh. Eine Aktion hast du noch. 3. Ja, ich würde jetzt selbstverständlich beginnen damit, einen Weg durchzunehmen. Das dauert zu lange. Nee, ich 1. muss das bekämpfen. Ich steche zu. Dann tu es. Du bekommst einmal 9 TP und einmal 8 TP. Ja. Rüstung darfst du abziehen. Gerade gucken, ich würfel erstmal den Angriff und mach dann die, ja, kannst du machen, entsprechenden. Ja.
Einmal mit dem Bernstein durch. Das würde treffen. 1d6 plus 1. Plus 1 sind 4. Ja, das halt 4 mal 2 macht sogar Schaden. Sind 8 TP für den Schattenwandler. Keine Sorge, er hat nur 25. Das ist gut, das könnte ich sogar schaffen. Mal gucken. So, wie hoch ist seine Rüstung? Durch die Hartholz, also es kommt drauf an, wo er mich trifft. Ja, Würfel selber. Okay, ein Hartholz-Harnisch ist Rüstungsschutz 4. Ja, genau, und ich habe noch 2er Unverwundbarkeitselixier, also 6er. Außer er trifft mich an den Armen oder Beinen, da habe ich nur einen 3er. Torso? Ja, Torso habe ich einen 6er-Schutz. Das sind 3 TP. Mhm. Und wo trifft er mich nochmal? Sonst könnte dich Jalan retten, aber er ist unendlich weit von dir entfernt. Den kriege ich auch alleine hin. Ein weiteres Mal, Trefferzone? Ja, warte, einen Moment. Ich kämpfe so selten. 14, Schwertarm. Schwertarm. Okay, nächste Kampfrunde. Du bist dran. Schattenwandler zieht vor, stich dreimal zu. Ich würde auch zweimal zustechen. Gut, das heißt, du verzichtest auf die Parade? Achso, ich kann ihn parieren. Klar kannst du ihn parieren. Aber er sticht dreimal zu, er braucht nicht parieren. Einmal die 8, dann die 20 trifft nicht und die 19 ist ein Patzer, Geisterpatzen. Ich habe zweimal was getroffen. Gut, dann würde ich einmal parieren und einmal angreifen. Parade. Schauen wir mal. Das einmal wieder pariert. Dann bekommst du nur einmal Schaden. Und zwar 7 TP. In den Schwertarm. Okay, das sind dann immer noch 4 TP und ich würde ihn treffen und mache 5 plus 1, also 4 plus 1 sind 5. Dann 4 plus 1 sind 5, sind 10 TP. Währenddessen bei Jalan. Du siehst, wie eine Gestalt aus deinen Albträumen auf dich zukommt, mit einer gewaltigen Krone aus Schädeln. Er sieht so aus, als gehört er nicht hierher. Er sieht aus wie eine finstere Kreatur mit einem langen Mantel aus Finsternis, 2 Schwerter in der Hand, anderthalb Hände. Sie blitzen nicht auf, sie sind geschwärzt und blutverkrustet. Er kann seine Waffen nicht ablegen. Schartige Klingen, die zerbrechen. Und er hat Cylindian auserkoren, doch du stehst über ihm, vor ihm, der Finstermann. Wartet er auf mich zu? Er kommt auf dich zugeschritten, er muss nicht reiten, er schwebt. Schreitet, sagte ich, sorry, jetzt kam ich durch. Ich rufe den dann auch zu. Zu mir, beschützt Cylindian! Beschützt den Kaiser! Und dann reite ich den Pilser über den Haufen. Nicht wirklich, ich mache einen Sturmangriff zu Pferde, aber genau. Gut, dann schauen wir mal, was er für eine Initiative hat. Deine bleibt erhalten, er hat nur eine von 23. Dann ist er vor mir dran. Dann ist er vor dir dran. Er hat 3 Aktionen mit dem Schwert, 2 Schwerter. Er hat sogar eine Parade, ich weiß nicht, warum er die braucht, aber er kann auf NSP mit seinen Schwertern angreifen. Zieht er vor oder lässt er mich kommen? Er zieht vor, zumindest einmal könnte er angreifen. Auf die 17. Getroffen. Okay, wenn er schon vor mir ist, kann ich mir den Sturmangriff auch sparen, dann püriere ich den einfach mal weg. Machen wir da keine Meisterparade draus. Mhm. Dann Finte drin? Ne? Okay. Nö, einfach nur ein ganz Dann ist sie pariert. Großschild? Ach Mensch, du hast ja... Gut, ja, stimmt. Das Pferd, Ritter, genau. Ja, kein Problem. Okay, fackeln wir hier nicht lange, gehen wir ihm 8er Wuchtschlag mit dem Streitkolben. Steht er direkt vor mir? Er steht jetzt direkt vor dir. Ich positioniere mich mal hier. Okay, dann bringe ich das Pferd so ein bisschen seitlich, dass ich da überhaupt rankomme. Das bedeutet, ich kann nicht mehr mit dem Schild parieren, nehme ich an. Und dann gebe ich ihm von oben runter in den 8er Wuchtschlag. Das ist ein 3 erleichtert, weil beritten gegen Fußkämpfer und dann Schaka. Er ist kein Fußkämpfer. Okay, in diesem Fall zu einem 3er Erschwernis drauf, das reicht aber trotzdem. Nochmal schauen. Das sind 18 Prios. 18 Prios? 18 Prios. Er weicht aus, auf die 20. 14, geschafft. Hammerschlag. Kann er nicht. Warum nicht? Hammerschlag braucht alle Aktionen. Er hat schon 2 rausgehauen. Er hat 3. Ja, aber nein, Hammerschlag braucht alle Aktionen, die du hast.
Ah, na gut. Könnte man jetzt sagen, dass das zwei Aktionen sind, aber nein, okay, du außerdem hast recht. Außerdem kannst du Gegner mit einem sehr großen Schild nicht Hammer schlagen. Ja, auch da hast du recht. Na gut, dann... Er kann dich binden. Soll er versuchen. Dann würfel ich nochmal, dir zuliebe. 18. Das wird er nicht geschafft haben. Aha. Du hast ein Schild, du hast schon einmal pariert, du kannst nicht weiter umwandeln. Nächste Kampfrunde. Geht er vor? Er müsste jetzt erstmal seinen Binden wieder auflösen, ne, die Erschwernis. Das heißt, er schlägt ganz normal wieder zu. Wieder auf die 17, um sein Bindenmanöver wieder wegzuholen. Wäre getroffen. Hier kann ich es parieren, parieren wir dies. Und dann... Ach, ich habe jetzt die Hand gesehen. Okay, hauen wir ihn nochmal, aber nehmen wir diesmal dann noch stattdessen eine Fünferflinte rein. Hast du gerade ein großes Schild oder hast du einen Buckler? Das ist ein sehr großes Schild. Okay. Ich dachte, du hättest sonst den Buckler von Iserun bekommen. Ja, aber den habe ich nicht in der Hand, weil es geht noch nicht gegen Wasser so. Gut. Also der wird vermutlich an den Gürtel gebunden sein, ist ja nur so ein Schadchen. Natürlich. Was hast du gesagt? Eine Fünferflinte? Ja. Er weicht aus. 9 geschafft. Ja, okay. Ich überlege gerade, was. Hast du ein. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Nur 10. Nur 10? Prangersgewalt und so. Ja. Dann mache ich mal eine. Finte. Finte 7. Nicht geschafft. Okay. Dann. Du hast schon pariert. Kannst ja, kein weiteres Mal parieren. Ja, wir kennen leider die Regeln für den Schildkampf 2. Es sind keine 3 Aktionen, sondern es ist nur 2-mal parieren. Schön, dass du es mir nochmal sagst, aber ja, ich kenne sie. Derweil bei Lesankan, Midas und Sulamin. Ihr seid immer noch im Traum. Gefangen, verbrannt, eure Körper tun weh und doch seid ihr unverwundet. Steht Lesankan vor uns? Ihr steht im Effa-Tempel. Wir sollten ihn vielleicht nicht reizen. Ihr habt recht. Wir sollten das nicht wiederholen. Aber wir müssen es weiter versuchen. Nun, in der Tat. Vielleicht sollten wir unsere Worte ein bisschen blumiger wählen und dem Drachen Honig ums Maul schmieren. Ich denke, das ist sinnvoller. Er verträgt wirklich nicht den Hauch einer Provokation. Aber gut, dann werden wir unsere Strategie dementsprechend anpassen. Wollen wir? Und sie bietet dir den Arm an. Ja, ich würde ihren Arm nehmen, mich einhaken und gelassen mit ihr durch die Pforte des Effa-Tempels schreiten. Ihr tretet nach draußen in den uralten Wald. Und Lassan kann erkennen, wie er immer noch unten am Fluss steht und euch erwartet. Wieder einmal tretet ihr heran, es sind viele hundert Meter und nach einem Augenblick seid ihr da, wie es in einem Traum ebenso ist. Ihr lebt noch. Warum? Nun, es war wahrlich ein beeindruckendes und sehr schmerzhaftes Feuer, muss ich sagen, aber wir sind hier mit festem Willen. Und unsere Götter sind mit uns. Wir können euch nichts erzählen, Erhabene, was ihr in eurer Weisheit, die ihr Äonen umfassen muss, nicht längst wüsstet. Aber vielleicht können wir euer Augenmerk noch einmal auf einige Details lenken. Ida wäre. Ich glaube, ich mag euch. Unerwartet. Seid froh, dass ich noch Verwendung für euch habe. Oh, das sind wir, Erhabene. Wir fühlen uns zutiefst geehrt. Doch lasst mich einmal dort anknüpfen, wo wir so unwirsch unterbrochen wurden. Seht, nicht nur Wahrung könnte euer sein, nein, eine Expansion stünde nichts im Wege. Aventurien. Wenn ihr es wünscht und wenn ihr es so ersonnen habt, stellt euch vor, wozu ihr alleine imstande wärt. Und nun stellt euch vor, wozu ihr imstande wärt, wenn ihr das hättet, was in Rassasors Hort ist.
wenn ihr das Vakuum ausfüllen könntet, welches er hinterlässt. Stellt euch vor, wenn ihr unterwerft, wenn ihr beflügelt, wenn ihr als strahlender Herrscher emporsteigt. Wie Pyrdakor. Ganz genau. Golden. Man nennt euch bereits den Goldenen. Er streckt einmal seine Flügel und ihr könnt in dem Gold und in dem Glanz von ihm baden. Die Sonne scheint gleißend hinunter. Wie in einem Traum funkelt es. War nicht prächtig. Ulamin empfindet aufrichtige Bewunderung für seine Schönheit und versucht sie ihm auch zu vermitteln, also so auf einer Gefühlsebene. Du merkst wohl, wie du gegen sowas wie eine Magieresistenz stößt, die dann aber geöffnet wird und die Tore lassen dich und deine Gefühle ihn einfluten. Ja, es ist so eine Mischung aus Bewunderung und Furcht und ich bin sicher, auch das genießt er. Auch die Furcht genießt er. Ohne eure Unterstützung kann Rassasur nicht gewinnen. Er ist geschwächt. Er hat sich der Herrin der Untoten unterworfen. Er ist es nicht wert, über irgendetwas zu herrschen. Er kann dankbar sein, dass ihr hier seid und ihm diese Gnade erweist. Er nickt. Ich hoffe, er dankt es euch. Du merkst wohl gerade, wie die Hybris von Desankan, der gottgleiche Macht ihn selbst überrollen droht und sein eigener Nachteil wird. Rede weiter. Ich denke nicht, dass er es euch angemessen dankt. Denn angemessen kann man diese Gunst kaum vergelten. Und ich bin sicher, er glaubt immer noch, dass er derjenige wäre, der hier die Macht hätte. Aber vergebt mir meine Unwissenheit, Erhabener. Aber man sagte mir, dass der Alagrim, den sich Rassasur einverleibt hat, das Feuer Pyrdakors sei. Aber steht das Feuer Pyrdakors nicht dem Erben Pyrdakors zu und nicht einem Nachkommen Nusulgurs? Du merkst, wie eine Gänsehaut sich auf deinem Körper ausbreitet. Die kommt wohl aber eher von Lessankan, der seine Gefühle gerade nicht unter Kontrolle hat. Ich versuche ihm ein Bild zu vermitteln. Ich möchte ihn sehen lassen, wie er sich mit grausamer Eleganz auf Rassasur stürzt. Mit seinen goldenen Klauen seinen Brustkorb aufbricht. Und darin brennt ein Feuer. Feuer Pyrdakors, das ihm gehört. Niemanden sonst. Die Flamme des Marschalls. Von Ankarion dem Roten. Die Essenz des Bewahrers. Das Suisa vor. Ihr braucht es euch nur zu nehmen. Hüter der Welt, Lauf des Kosmos. Euer Schicksal. Mit einer Sonne, die heller gleißt und zu einem Sturmbrand wird, wird die Welt vor euch ausgelöscht. Ihr bekommt noch einmal die Hälfte eurer aktuellen Lebenspunkte als Schadenspunkte. Der Schleier dient wieder als Rüstungsschutz von einem W20. Ja, das puffert genau alles ab. Ja, habe ich mir fast gedacht bei Midas. Zulamin, möchtest du deinen Schicksalspunkt benutzen? Ja, ich glaube, ich möchte das gerne neu würfeln. Habe ich mir fast gedacht. Ja, damit kannst du, glaube ich, auch diesen Flammenstrahl der Sonne aushalten. Und ihr wacht mit einem Schleier und euch in den Armen im Effa-Tempel. Die Gwenpetrel-Steine über euch leuchten. Das Wasser rauscht. Ihr könnt erkennen, wie sich Lessankan jetzt langsam und schwerfällig dreht, mit seinem Schwanz ausholt, Mira herumschüttelt, wirft,
dabei noch einmal nach den Rommelisern Reitern der schweren Reiterei vor euch, die Kavallerie, Feuer speit und sich dreht. Er geht oder beginnt damit einen Laufangriff in Richtung der elfischen Wälder auszuführen. Ihr bekommt vorher noch alle einen Schwanzschlag ab, könnt natürlich auch ausweichen. Und ansonsten bekommt ihr 2 Klauenangriffe. Ich mache erstmal den Schwanzschlag. Dem könnt ihr so oder so ausweichen. Und dann bekommt ihr 2 Klauen. Ich mache einmal Isarun und Abelmir. Abelmir wäre gut. War ich denn schon mit dem Zauber durch oder nicht, wo das jetzt passiert? Ja, bist du. Ausweichen kann ich. 17. Ach, oh, klar. Das war die Klaue. Kann ich denn vor ihn ziehen und mich vor Abelmir stellen? Ich habe ja mehr Inni als er. Ich weiß, was er tut. Dann kannst du einen Raufenangriff würfeln und den Schaden von... Also den Raufenangriff, um Abelmir wegzudrücken, und dann frisst du selber die Klaue. Gegenhalten. Oder so. Trotzdem geht es erstmal um den Raufenangriff, um Abelmir auf den Matsch zu schmeißen. Ja, hier. Hier, nimm. Wir brauchen 21. Ja, alles klar. Kann ja sein, dass du jetzt patzt und dann unglücklich in die zweite Klaue stürzt. Ja, dann wird der Mann gegengehalten. Gut, dann halt gegen. Was hat er denn gewürfelt? 8. Ich krieg dann vollen Schaden, er kriegt halben. Ich wollte gerade sagen, dann kriegt er vollen durch bei dir und du machst halben Schaden. Wie viel sind das? Das wird... 20 ja, halbe 20. sind 10 und der Rüstungsschutz, genau. Ja, du kannst deine Rüstung gegenhalten, hast aber Abelmir gerettet. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Warte mal, er hat mir 19 gemacht in den Schwertarm. Ich habe noch 21, also ich habe jetzt genau die Hälfte, 21. Mhm. Nee, bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ein weiterer Flammstoß, der 20 Reiteristen vor euch in den Tod schickt. Die Seelen, die aufsteigen in den lichtlosen blauen Himmel. Die Utas-Pforte, die über euch immer noch klafft. Und er beginnt einen Sturmangriff, einen Laufangriff über die vielen, vielen Meter in Richtung der elfischen Krieger, die immer noch singen. Was wollt ihr tun? Ich nehme an, der Drache ist deutlich schneller als wir. Also hinterherlaufen kann ich vergessen, richtig? Er ist sicherlich genauso schnell wie du, aber wenn du dich in seine Richtung bewegst, dann kann er dich weiter niedertrampeln, kann weiter mit seinem Schwanz zuschlagen. Ich möchte mich an einer seiner Schwanzschuppen festhalten und mitgeschleift werden. Wow. Okay, würfel mal. Was machst du mit einem Schwertangriff? Dich reinrammen oder festhalten? Boah. Nee, also ich würde mich halt schon versuchen, mit der Hand festzuhalten. Ich habe ja ein Einhandschwert. Mach mal ein Reiten. Beim Körper. Reiten. Die Körperbeherrschung, okay. Oder? Boah, okay, ist egal. Noch ist es Körperbeherrschung. Mach mal eine Körperbeherrschung plus 10. Okay. Kann man schaffen. Muss man aber nicht. Wieso? Eher nicht, nee. Dann die plus 10 war zu viel. Versuchst du dich festzuhalten, der Schwanz rudert noch einmal und du wirst 1 Meter, 2 Meter weiter in den Matsch geworfen. Raffi. Ich reiße Abelmir vom Boden hoch, weil ich den ja gerade erst umgeschubst habe. Und möchte schauen, ob irgendeiner von denen, entweder A, entdecke ich unsere Pferde, wenn nicht, entdecke ich irgendein Pferd, wo der Reiter tot ist, oder... Das Pferd, das einfach noch da rumsteht und der Reiter wurde weggeschnappt. Sicherlich ein Flammenmeer, was jetzt vor dir grassiert und die Leute, die, wenn sie nicht gestorben sind, dann immer noch ins Leben der Fackeln umherrennen. Aber du wirst da sicherlich auch ein Pferd erkennen. Also entweder dann jetzt auch eure Quadriga, die da steht, aber du kannst eben auch noch ein fremdes, reiterloses Pferd dir nehmen. Ja, da ich erstmal Abelmir aufhelfe, bin ich hinter dem Vieh zurückgeblieben und würde dann hinterherrennen und versuchen, irgendein Pferd mir untertan zu machen. Gut, kannst du ebenso hinterherrennen, sprinten und grob in die Richtung laufen, Abelmir. Ja, ich bin jetzt auf den Füßen wieder, würde mich ebenfalls mit meinem Pferd angucken und auf das erstbeste Pferd drin, was in meiner Reichweite ist, und mich probieren, auf den Rücken zu schwingen. Okay. Kannst du ebenso Rafim hinterherlaufen. Isarun kann sich aus dem Matsch wieder aufrichten. Und wie geht's weiter? Die Quadriga hatte ich ja irgendwo hier so abgestellt. Genau, ja.
Wenn die noch an der gleichen Position sind, würde ich mich da drauf schwingen und den allen hinterher galoppieren. Gut, dann kannst du dich wieder darüber bewegen. Währenddessen läuft Lessankan wieder in Richtung der Elfen. Ihr könnt auch sehen, wie er sein Maul öffnet und die Macht, die astralen Kräfte, die Sternkräfte durch sich hindurch fließen lässt. Könnt natürlich auch seine Gedanken weiter hören. Rafim schwingt sich auf das Pferd, Abelmir schwingt sich auf das Pferd. Isurun tut es ebenso. Neben dir taucht Asavo auf und steht dann neben dir auf der Quadriga. Mira versucht wohl immer noch nach dem Schwanz weiter zu schnappen. Und während Lessankan auf den Wald zuläuft, könnt ihr sehen, wie ein glitzernder Pfeil, abgeschossen von einem der Elfen in Lessankan, in Richtung fliegt, ihn am Kopf trifft und er mit einem Aquasphero zurückgeworfen wird. Eine große Explosion, Wasser, was fließt, Blut, Schuppen, die abgesprengt worden sind. Es gibt eine kurze Verwirrung. Ihr sitzt auf den Pferden. Lessankan läuft weiter. Was möcht ihr tun? Wie schnell ist der Drache? Also komme ich da mit dem Pferd hinterher? Mit dem Pferd kommst du hinterher. Wenn du dein Pferd in einen Galopp versetzt, kannst du neben Lessankan reiten. Okay, das bringt mir aber wenig. Ich habe eine Zweihandangst. Ja, das machen wir aber trotzdem. Ich möchte aber nicht in vollen Galopp gehen, weil ich möchte währenddessen noch einen Heiltrank aufschrauben. Okay. Dann bin ich langsamer, aber das kann ich jetzt leider nicht. Gib mal eine Reitenprobe. Klar. Um einhändig zu reiten, an deinem Gürtel herumzufingern, damit du den Trank nicht fallen lässt. Es gelingt dir ganz knapp. Du merkst wohl, wie du über den Hügel rüberreitest. Der Schnee lässt sich ein bisschen schlittern. Fast fällt dir das Ding aus den Händen und dann kannst du es noch kurz auffangen. Auch wenn deine Handschuhe gepanzert sind, beschuppt mit dem Trank der Unverwundbarkeit und deiner Liturgie, die dir Chor geschenkt hat. Aber fahr mal los auf deiner Seite. Natürlich. Habe mir. Ich konzentriere mich voll auf das Reiten, weil ich bin ein wirklich schlechter Reiter. Ja. Eine Schande meiner Zunft. Gut. Kannst du nebenher reiten, sonst machst du nichts. Keinen Zauber vorbereiten. Ich würde gern einen Ring rausfingern aus meinem Gewand. Aber da brauche ich wahrscheinlich eine Reitenprobe. Da brauche ich zwei Hände, eine Hand vermutlich, oder? Oder schaffe ich eine Reitenprobe? Mit einer Reitenprobe. Dann lasse ich es bleiben. Ja, du überlegst kurz, ob du den Ring rausholen willst, entscheidest dich dann dagegen, als du siehst, wie Rafim gerade noch rechtzeitig seine Flasche aufhängt. Währenddessen kann Isarun die Pferde mit der Quadriga zum Ansporn ansetzen. Die Romuliser Reiterei begleitet Lessankan, zumindest diejenigen, die eben immer noch leben. Sie wissen nicht genau, was sie vorhaben. Lanzen haben sie wohl nicht mehr. Vor allem viele Schwerter, die jetzt versuchen, noch in die Richtung zu hacken, vor allem in Richtung der ausgebreiteten Flügel. Lessankan will sich erheben, schafft es aber nicht. Die Elfen singen weiter. Währenddessen Boltax. Der Schattenwandler, nächste Kampfrunde, zieht jo. Vor. Alles klar, dann messert er mich, ja. Dann messer ich ihn. Gut. Schattenwandler, drei Angriffe, Schattendolch, 1, 2, 3. Zwei Treffen. Ja, ich würde alle drei nehmen. Dann bekommst du einmal 7 und einmal 8 TP. Einmal in den Schwertarm, das wären die 7 minus 3 und... In den Bauch. 8 minus 6 sind 2, also insgesamt 5, dann bin ich 23. Jetzt kommen meine beiden Angriffe. Erster trifft. Zweiter trifft nicht. Ja, genau, mit der umgewandelten plus 4. Ja, genau. Dann kannst du Schaden machen. Jo. Sind 7, ne? 7 Preios? Ja, genau, 7 Preios. Gut, nächste Kampfrunde. Was mit zu tun? Gleiche. Gut. Schattenwandler zieht vor und weicht aus in den Limbus. Du merkst, wie er stofflich wird, dünner und wie seine schattenhafte Gestalt immer noch an der Stelle weilt, aber er nur noch in einer anderen Realität, in einer anderen Sphäre weilt. Gut, dann würde ich tatsächlich mein Ritual wirken. Kräfte der Natur müsste das sein. Warte, ich gucke gerade nochmal nach. Das dauert 6 Aktionen. Und dann kann er mich nicht mehr angreifen. Ja, wenn das durchkommt. Wenn das durchkommt. Er regeneriert 2 Kampfrunden und kommt dann in der... dauert das Kampfrunden oder... 6 Aktionen bei mir. 6 Aktionen, okay. Dann wartet er 1, 2, 3, 4 Aktionen und kommt dann, nachdem er regeneriert ist, wieder zurück in die Realität und würde dich dann noch gerne 2-mal bzw. 3-mal angreifen. Ich würfel erstmal Das kannst du auf alle Fälle schon mal würfeln. Genau. Du kannst nämlich auch abbrechen, wenn es nicht gelingen sollte.
Sonstiges Ritualkenntnis, oder? Ja. Was würde passieren, wenn der Zauber gelingt? Ich lese es nochmal vor. Einen Moment. Ja, schon rausgesucht. Die Macht des Lebens. Der Geode berührt mit beiden Händen den Reifen und konzentriert sich auf die Kraft. Das Ritual verleiht dem Ring die Gabe, den Träger vor allen Wesen zu schützen, deren widernatürliches Leben eingehaucht wurde, vor allem untote Golems und Vampire, nicht aber Dämonen oder reine Umformungen bestehenden Lebens, wie Chimären oder Lykantropen, sehr wohl aber nicht versehen, beseelte Untote. Alle diese Wesen sind von solchen Widerwillen vor der strahlenden Macht des Lebens erfüllt, dass sie den Geode nicht angreifen oder berühren, solange er sie selbst nicht angreift oder berührt. Indirekte Angriffe, das gezielte Umwerfen eines Schrankes, das Auslöschen einer Lawine sind möglich. Intelligente Untote können dadurch den Geoden sehr wohl in seinen Aktivitäten behindern. Besonders mächtige Untote können versuchen, den Schutz zu überwinden, was ihnen jedoch umso schwerer fällt, je höher die LKP-Sterne des Geoden sind. Meisterentscheid. Okay, kannst du nochmal bitte vorlesen, welche Gegner das wirkt? Vor allem Untote, Golem und Vampire, nicht aber Dämonen oder reine Umformungen bestehenden Lebens wie Chimären oder Lykantrophen, sehr wohl aber von Nephasim beseelte Untote. Okay, er ist ein Daimonit-Geist. Daimonite sind Chimären. Ach, scheiße. Na gut. Dann taucht er aus dem Limbus wieder auf, seine Präsenz wird paraphysikalisch und sticht mit seinen Schattendolchen zu. Ah. Zweimal trifft er. Zweimal trifft er, ja. Muss ich nehmen, weil ich ja keine Magiekundeprobe gewürfelt habe, um auszumachen, wer oder was er ist. Du merkst aber, dass dein Zauber gelungen ist. Du streichst über den Ring und du spürst auch deinen Bruder, wie er dir hilft und sich als Geisterpanzer über dich legt. Trotzdem durchdringen die schattenhaften Nadelstiche dich, deine Rüstung und die Magie. Alles klar. Dann ziehe ich mir mal 8 ASP ab. Ja. Und dann würfel ich noch zweimal die Zone, wo er mich trifft. Genau. Er trifft dich aber nur einmal. Nee. Das zweite ist ein Bestätigungswurf wegen Patzer. Die zweite 5. Ah, ich sehe es, danke. Super, dann nehmen wir nur die erste 12 oben. Alles klar. Dann genau. Gut gesehen, danke. Dann einmal 12 in den Schwertarm. Dann gehen 3 runter, dann bin ich noch bei 9. 9 SP, dann hast du noch 12 Lebenspunkte. Genau. Tick-Tack, Tick-Tack. Nächste Kampfrunde. Ja, ich nehme, also ich denke, er zieht wieder vor, oder? Ja, er würde einmal parieren und zweimal angreifen. Gut, Du darfst zuerst angreifen. Er ist spendabel. Das ist gut. Ich nehme wahllos irgendeinen von den exischen Edelsteinen hervor, löse sie aus und werfe sie auf ihn. Mal gucken, was passiert. Dann... Gib mir mal ein W6. Ja. Die 3. Du kannst mir mal raussuchen, was das dritte Element ist, von oben angezählt, im Uhrzeigersinn. Ist klar. 1, 2. Da kommt der Crit. Nicht gegrittet. Hast du ein Glück, es ist nur getroffen. Es sind einmal 5 und einmal 8 TP. Einmal in dein linkes Bein und einmal in den Kopf. Okay, den Kopf würde ich gerne schippen. Das wäre ein doppelter Schaden, so nur noch in den Torso. Torso. Sind 2 und linkes Bein sind 3. Also 4 Schaden, bin ich bei 8 Lebenspunkten. Ja, was ist das dritte Element? Einen Moment, ich gucke gerade mal nach. Ich meine, das müsste... Elemente DSA. Gerade Hexagramma, das Charismus. Luft, Feuer, Humus. Humus. Ah, du schlägst den Stein auf den Boden, löst ihn aus und Ranken umwuchern und umwinden dich. Du bekommst 2W6 Lebenspunkte dazu. Ah. Das war deine Aktion. Nächste Kampfrunde. Ein schattenloses Lachen. 3. Ja, 2. Ich nehme den nächsten Stein. Mach das Gleiche. Okay, den nächsten Stein. Wieder ein W6. Die 2, das ist Feuer. Dann darfst du einen Ignifaxius mit 3W6 auslösen.
Ja. 14. 14 Feuerschaden. Elementar. Die Schandendolche zucken nach vorne. 1, 2, 3. 3 Angriffe. 1, 2, 3. Ja, parieren kann ich ja nicht. Du hättest noch eine Aktion. Na ja gut, dann würde ich natürlich einmal parieren, versuchen zu parieren. Ich meine, er ist ohnehin vor mir dran, deshalb das ist das einzig Sinnvolle, was ich machen kann. Also gucken wir mal, ob ich es schaffe. Nein. 2020. Nahkampfpatzer? Ja. Dann 3d6. Sturz. Möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Ja, ich verbrenne meinen Schicksalspunkt an dieser Stelle. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich machen kann. Du merkst, wie die Nadelspitzendolche in deine Brust eindringen und dann verschwinden sie. Du hast die Orientierung verloren, du hörst immer noch den Kampfeslärm, du spürst wohl, wie sich Lessankan bewegt, wie Skorpione abgefeuert werden, wie Zwerge rufen und das ist alles so unendlich weit entfernt. Aber der Schattenwandler ist verschwunden. Als du dich schmerzhaft auf den Rücken rollst, neben dir noch das Rauschen des Wassers hörst, den Schnee, der dir entgegenfällt, kannst du sehen, wie sich dir eine Hand entgegenstreckt von einer unglaublich hübschen Frau. Sie steigt gerade von ihrem Besen herunter und gibt dir die Hand. Vor dir steht Alariel Nachtschimmer. Ah, danke. Danke dir. Schön, dass du gekommen bist. Ah, ich wusste, es steckt Gutes in dir. Ah, das tut ganz schön weh. Ah, ja, ja. Ah, sie nimmt mit einem Nicken ihren Dolch, schneidet an den richtigen Stellen deine Rüstung auf, sodass sie nach und nach, es dauert einige Aktionen, vor dir liegt und einfach nur abgestriffen werden kann. Du siehst, wie unendlich kleine, dünne, feine Schnitte und Stiche in deinem Brust stecken und die sich schwarz ausbreiten. Sie spuckt auf die Wunden und nickt dir zu. Also gut, Boltax, ich bin gekommen. Sie blickt auf das schwarze Wasser. Ihr wisst aber, dass das noch nicht vorbei ist, oder? Natürlich nicht. Den grauen Mann. Das beeindruckt selbst mich. Nun, wir haben alle unsere Tricks, nicht wahr? Haben wir. Und damit greift sie einmal in ihre Tasche und holt ein kleines Tiegelchen hervor. Viel Erfolg. Ja. Gegen Rastasor werde ich nicht streiten. Das erwartet keiner von euch, aber schön, dass ihr da seid. Sie spuckt ein weiteres Mal auf deine Wunde, drückt ein bisschen und treibt dann mit ihren Fingern über die schwarzen Stellen, würde sich dann erheben und fliegt mit ihrem Besen einmal auf die andere Seite und verschwindet irgendwo im Wald. Ach, es steckt auch Gutes in ihr. Ich hab's ja gewusst. Es zwirbelt trotzdem ganz schön. Ich sollte zum Hochkönig. Also, Boltax. Jetzt Mut. Da vorne ist er. Ja. Ja, und ich würde mich zum Hochkönig aufmachen. Ja, dann vor dir verschwindet der Finstermann immer wieder im Limbus. Bleibt dort stehen. Regeneriert. Versucht aus den Schatten anzugreifen. Für die Finsternis, die ihn umgibt. Und er sticht immer wieder hinter dir zu, obwohl er vor dir steht. Taucht seinen Arm mit seinen Killingen vor dir auf, neben dir auf und wirbelt umher. Du siehst, wie die Anderthalbhänder teilweise zerbrechen an Rüstungsteilen. Doch am Ende, nach einem langen Kampf, kannst du ihm ein weiteres Mal dein Praios heiliges Schild entgegenstrecken, ihn zur Seite schleudern, blickst auf die beiden abgebrochenen Klingen, währenddessen rauscht ein Streitkolben Praios geweiht auf seine Krone, auf seinen Kopf und er zerfließt. Da, Bastard! Na, dann blickt sich schwer atmend um. Versucht noch irgendwelche Schatten auszumachen. War's das? Sind alle beisammen? Ja, du siehst, wie die Reiter wohl etwas versprengt worden sind. Viele haben sich gut gegen sie gewehrt, aber haben schwere Verletzungen
erlitten, sodass sie vielleicht nicht mehr so gut reiten können, vielleicht ihre Lanze nicht mehr tragen können. Sie bluten aus vielen, vielen Wunden gegen die Schattenwandler, es waren viele. Und du siehst, wie unter dir Selindian immer noch liegt, flach atmet. Ah, ihr seid mein zweiter Ritter. Danke. Na dann seufzt einmal. Leite dann vorsichtig sein Streitpferd über den jungen Selindian hinweg, damit es nicht versehentlich ihn nicht versehentlich jetzt noch zertritt. Und macht sich daran, erst einmal seine Reiterei wieder durchzusortieren. Pflückt die heraus, die zu schwer verwundet sind, um noch irgendwas zu tun. Goldhand, und sortiert die anderen. War noch so ein Lüring, reitet auf dich zu. Das war gute Arbeit. Dieser Blendstrahl. Ich bin froh, dass wir ein paar Joten bei uns hatten. Viele Geweihte haben wir nicht am Lager. Praus macht es groß und er teilt sie mit den Rechtschaffenen. Aber wollt ihr eure Lanze abgeben oder könnt ihr noch? Ich kann noch. Die letzte Chance, dass ich sie nehme, zwinkert er dir zu. Ihr könnt sie von meiner verkohlten Leiche nehmen. Was tut der Goldene dort drüben? Er reitet auf die Elfen zu. Ich nehme an, er hat mittlerweile herausgefunden, dass sie ihn am Boden halten. Wahrscheinlich. Tun wir irgendwas dagegen? Kneife nochmal die Augen zusammen, betrachte die mitreitende Reiterei. Das ist ein rumpelnden Streitwagen, weiß glänzend, Iserun daran, die ebenso weiß glänzt. Genau, und vor allem sehe ich da meine Mithelden. Nein, die anderen werden es im Griff haben müssen. Der schwarze Drache kommt wieder, verlasst euch drauf. Davon gehe ich aus. Also gut. Männer, sammelt euch! Steigt auf die Pferde! Lanzen bereit! Das war nur ein kleiner Vorgeschmack! Für Rondra! Gebt dann auch noch irgendwie einen meiner Heiltränke an den am schwersten Verwundeten ab, wenn hier irgendjemand ist, und nutze die Gelegenheit, ein wenig durchzuatmen. Selindian rappelt sich auf. Ich werde hier bleiben. Aber ich habe tapfer gekämpft. Das habt ihr wohl. Schaut dich finster an. Ein Dämon ins Auge geblickt, hm? Und ihr seid noch am Leben, um die Geschichte zu erzählen. Sicher, wie es am Kaiser gebührt. Blicke dann rüber auf zwei der Verwundeten. Du und du, bleibt hier. Passt auf den jungen Selindian auf. Jawohl, Herr. Und sollte sich noch etwas aus diesen Wäldern wagen, dann reitet einfach. Wir sammeln euch ins Zwerg wieder auf. So werden wir es tun. So. Wo bist du, schwarzes Mistvieh? Zeig dich, komm schon. Und damit betrachte ich wieder den finsteren Himmel. Ihr könnt erkennen, wie aus den Fluten, aus den schwarzen, unendlich trüben Fluten eine Gestalt wieder auftaucht. Es ist nicht der graue Mann. Es ist die Präsenz eines uralten, schwarzen Drachen. Und die Albträume, die in euch greifen, die Tentakel, die euch aufwühlen. Alte Knochen. Stritter neben Borbrat Xamanot. Schwarzfaules Grauen. Das in euren Verstand und euer Sein greift. Währenddessen erwachen Midas und Sudamin im Effa-Tempel. Sudamin rauscht noch das Adrenalin durch die Adern von dem Gespräch mit Lesan Khan und sie beugt sich über Midas und gibt ihm einen heißen Kuss. Ich glaub's nicht. Er hat's geschluckt. Ja, wow. Uiuiui. Das war ein intensives Erlebnis. Und der Kuss erst. Träume ich immer noch? Wenn ja, hat sich der Traum deutlich zum Besseren gewandt. Ja, definitiv. Und sie küsst ihn nochmal und rollt sich so halb über ihn drüber, denn sie hat das mit dem Drachen anscheinend vorübergehend vergessen. Ihr werdet direkt wieder zurück an den Boden der Tatsachen geholt. Neben euch gibt der Boden nach. Ihr merkt, wie das Wasser leicht abfließt. Die Statue von Effert neben euch zerbürst. Und es klingt fast wie ein Erdbeben. Schwarzfauler, modriger Gestank, der sich über euch ergießt. Wald. Und ein Turm, der hinter euch, neben euch, splittert. Rassasor ist direkt neben euch gelandet. Steine geben nach, bröckeln ab. Und ihr seht die schwarze Schwanz. Die Klauen. Den Odem der Untoten.
Es hat sich doch so schön angefühlt. Ich habe mich geirrt und greift nach ihrem Säbel, der nur noch irgendwo liegt, und dann rennen wir. Ja. Währenddessen die anderen. Was mögt ihr tun? Ihr reitet neben dem Drachen her. Rafim hat den Trank entkorkt, ihn in sich gestülpt. Abelmir versucht immer noch, den Ring aufzustecken, oder lässt es eben bleiben. Isarun hat aufgeschlossen. Haben wir denn schon gesehen, was da auf dem See, aus dem See aufgetaucht ist? Gerade eben konntet ihr sehen, wie er gelandet ist, nachdem er aus dem See triefend nass aufgestiegen ist. Sein schwarzes Fleisch. Ihr konntet sehen, nachdem ihr euch umgeblickt habt und Lessankan einfach weitergelaufen ist in Richtung des Waldes. Noch bevor er dort angekommen ist, könnt ihr aber auch sehen, wie er seine Flügel ausbreitet, sich das Lied der Elfen auf jemand anderen konzentriert und Lessankan sich in die Luft entwindet. Derweil, während Rassasor langsam abstürzt oder sinkt und gleitet, könnt ihr wohl erkennen, wie die Skorpione der Zwerge nach ihm feuern, wie ein Geschosshagel, Pfeile, Skorpione, Lanzen, sich tief in den Leib von Rassasor bohrt mit voller Wucht, ohne die geringste Wirkung zu erzielen. Verdammt, er entkommt! Kavallerie, neues Ziel! Jawohl, Frau Major! Ich glaube, bring mal das Pferd zum Stoppen irgendwie. Ich werde den Wagen so schnell wenden, wie es mir sicher möglich ist. Und ich werde Asabo darum bitten, einen Zaubertrank von meinem Gürtel zu nehmen und ihn schon mal zu entkorken, dass ich den gleich trinken kann. Natürlich, hier. Er greift ihn, entkorkt ihn und hält ihn bereit. Ja, perfekt. Sobald das dann geschehen ist, würde ich den dann trinken. Ich würde gleichzeitig aber auch den Wagen auf Rassasor zulenken. Über die Brücke, rumpelt in Richtung des Effa-Tempels. Sulamin und Midas, du weißt nicht genau, was sie dort getan haben. Sie sind höchstwahrscheinlich tot. Sehe ich eigentlich Yalan und seine Truppen? Nein. Verborgen im Wald. Du konntest nicht genau hören oder sehen, was dort passiert ist, aber es ist 600 Meter von dir entfernt. Und sie sind dort gut verborgen. Wollten sie doch auch nicht von den Drachen gesehen werden. Die Elfen derweil schießen mit weiteren Aquasphero-Pfeilen auf den Drachen von hinten. Doch auch sie werden einfach absorbiert. Ihr könnt sehen, wie blauer Nebel aus ihm herauswallt. Dort, wo er verletzt wird, wallt das faulige Fleisch wie eine Rüstung aus Verderben ab. Und die Kette pulsiert wie ein zweites dämonisches Herz. Bekommt einen Astraltrank gereicht. Du kannst ihn trinken und aufschließen zu Abelmir und Rafim. Wir brauchen Greifenmund. Ich werde ihn holen. Haltet euch von ihm fern. Wir werden bereit sein. Ja, und ich würde das Pferd umdrehen und... Ich nehme an, dass ich zumindest grob ihre Position weiß, ja, oder? Ja, klar. Die Position von denen kennst du, aber du kannst sie dort nicht ausmachen. Weder die Elfen kannst du sehen, nur wenn es viel zu spät ist, kannst du die Pfeile erkennen und den Gesang hören. Rafim wartet. Isarun, könnt ihr ihn nicht rufen mit diesem Zauber Gedankenbilder? Ich denke nicht. Herr Preios ist stark an ihm. Ich denke Isarun, nicht, dass ich da durchkomme. Habt ihr noch unser leuchtendes Beispiel? Werd ihr so freundlich? Natürlich. Isarun nimmt das Artefakt heraus, in der ein bewegliches Flimflamlicht drin gespeichert ist, in der Leuchtturm-Variante, und ruft die Worte Ignis Lumen. Dreht euch weg! Die Männer drehen sich weg. Wir können noch sehen, wie sich wohl einige von den Reiteristen gerade einen Dolch genommen haben und während sie auf Rassasor blicken, sich selbst die Augen ausstechen. Andere übergeben sich. Die Albträume, die ihn hochwallen. Ihr könnt spüren, wie er an euch kratzt. Rafim denkt noch schneller an die Armbrust. Derweil Yalan. Du siehst, wie der schwarzgeflügelte, äonenalte Drachen aus dem Fluten aufsteigt, der graue Mann vernichtet, Boltaks Opfer vergeben. Seht, da ist unser Ziel und da ist unser Signal. Jetzt ist die Stunde aller Stunden. Macht mich und eure Götter stolz. Vorwärts! Zweites Banner vor, auffächern auf Signal.
Marsch! Wird galoppiert. So galoppiert ihr die Straße nach unten. Du reitest und reitest. Nach 100 Metern kannst du eine kleine Formation erkennen. Ja, Isarun, du siehst sie. Sie hält ihren Arm nach oben und ein großes rotes Licht steigt nach oben. Das ist das Zeichen für dich. Du hast den Drachen natürlich schon gesehen. Reitest auf sie zu. Ich gebe, wenn wir auf den Fluss, auf den Bach laufen und dazu kommen, mein Hornsignal, dass die Reiterin sich ausfächern soll. In der Hoffnung, dass wir nicht alle abgebrannt werden. Und dann? Gibst das Hornsignal und kannst erkennen, wie wohl auch auf der anderen Seite andere Schützen nach vorne ziehen. Die rote Kompanie, das rote Banner von Oberst Jeroban von Lidiengrund verschiebt, passt sich an. Answin, der Befehle brüllt. Eine weitere Flammenlanze, die von Rassasor in Richtung des Paraine-Tempels abgeschossen wird, weiß er doch mit seiner Grausamkeit um die Götter, um die Sterblichkeit, um die Verwundeten, die dort oben aufgebahrt werden. Weitere Skorpione, die auf ihn vorschnellen. Und du erkennst, wie 50 Trollzacker sich mit ihren riesigen Leibern nach vorne wälzen. Und auch Ohaya irgendwo mit darin ist. Natürlich ist sie das. Dann preschen wir in diesen Fluss, nehmen die Lanze ein und fangen an zu beten. Ich möchte tatsächlich beten, wenn das geht, während wir reiten. Klar. Und Pius, jetzt ist es also soweit. Nimm mir die Kraft, um zu tun, was nötig ist. Ich möchte einen Glückssegen wirken. Fex zwinkert dir zu. Er ist gelungen. Erschwernisse. Ganz egal. 12 Punkte, er ist gelungen. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ich habe noch einen Schicksalspunkt. Du siehst, wie wohl Ruthers Pforte von den Seelen, die jetzt schon gestorben sind, aufgedrückt wird. Wie sich das Sternbild verändert. Rassasors Hohn lächeln in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deinen Albträumen. Aber Fex zwinkert dir aus dem Sternbild zu. Jetzt oder nie! Und los geht's. Nach weiteren 400 Metern siehst du Isarun auf dem Wagen, Asavo, Rafim, Abelmir. Abelmir kann sich natürlich in der Zeit auch den Ring aufgesteckt haben, wenn er mag. Das will ich auch gemacht haben. Das kann der. Hätte ich auch noch Zeit, meine Balestrina zu laden und wieder in meinen Holzer zu stecken am natürlich. Bein? Wenn du dann einfach nur verharrst? Natürlich. Dann will ich das machen und dann hinterher sporten, reiten. Okay. Frosty, kannst du mir sagen, wie viele Kampfrunden etwa vergangen sind, seit wir vom Flussufer losgeritten sind? Vom Flussufer? Mhm. Es werden sicherlich kommt auf meinen Zauber an, 5 Minuten gewesen sein. Okay, also der ist dann vorbei, weil der ist nur in Kampfrunden. Genau. Ja, Lessankan hat sich, wie gesagt, schon erhoben, nachdem der Zauber der Elfen von ihm abgelassen hat. Er musste sie nicht verbrennen, sondern sie haben sich einfach auf Rassasor konzentriert und so kann er selbst über dem See schweben und Zulamin weiß, dass sie ihn vielleicht oder hoffentlich verraten wird. Aber Zulamin hat gerade derweil ganz andere Probleme. Ihr brecht aus dem Effort-Tempel nach draußen, während ihr seht, wie der Schwanz weitere Effort-Tempel-Teile zertrümmert, weitere Statuen umreißt. Und tretet auf der anderen Seite nach draußen, steht dann auf dem Steg, seht, wie vor euch die anderen Helden nach draußen treten. Das war ganz schön knapp. Stehen wir dann quasi im Weg? Weil die möchten ja angreifen, oder? Also kommt jetzt quasi die Reiterei auf uns zu? Die Reiterei ist rumsteht. Die Brücke verschieben. Ihr steht jetzt gerade hier. Ist das Halsband der Takunitot von uns aus zu sehen? Es baumelt um den schwarzfaulen Hals von Rassasor. So wie ihr euch aktuell zugedreht ist, nein. Gut. Ich würde gern unsere Kavalleristen ein bisschen organisieren, sodass die möglichst breit gefächert angreifen und teilweise dann auch durch den Fluss warten. Okay, kannst du tun. Gib mir mal eine Kriegskunstprobe. Ja. Mhm. Wenn du eine Spezialisierung hast, kannst du mir mal eine nennen. Vielleicht hilft dir. So, dass sie nicht eben nur über die Brücke angreifen, sondern eben möglichst breit stehen. Ich habe Taktik. Würdest du das gelten lassen? Ja, klar. Es ist keine Strategie, es ist Taktik. Dann ist die ganz gut gelungen. Das sieht gut aus. Damit können sie tatsächlich auch durch den Fluss an dieser Stelle vielleicht ein bisschen breiter, vielleicht ein bisschen tiefer. Aber sie können hier durch das eiskalte Wasser übersetzen. Sodass sie nicht alle nach einer Flammenlanze über die Brücke gegrillt werden.
Währenddessen taucht Jalan neben dir auf. Möchtest du einfach vorbeireiten? Ich hebe noch die Hand zum Gruße. Mir fällt gerade ein, ich werfe dann vermutlich, mir fällt es wohl im Ritt erst ein, mein Schild weg und friemel diesen Buckler vom Gürtel. Gib mir mal eine Reitenprobe, plus 7. Ja, easy, zählt. Reiterkampf? Reiterkampf ist nicht im Kampf. Ist nicht im Kampf, oder? Ja, doch. Ach, ist egal, werfen wir erstmal. Ist so oder so geschafft. Ja. Ja. Kannst du dann dein Schild wegwerfen, den kleinen von Iseron ziehen? Und sie sind aber mir, wollt ihr mal drauf? Menschen gekocht werden. Ich bin wahrscheinlich ein Stück hinter dir. Vermutlich. Ja, das hält dich ja nicht davon ab, meine Frage zu hören, oder? Ich würde das Pferd, das ich irgendwem genommen habe, einfach da stehen lassen und mich auf den Wagen stellen. Was ist jetzt der Plan? Wir lassen erst die mobileren Kräfte angreifen, also die Reiter. Danach werden wir hinterher. Da wo auch immer meine Männer sind, ist auch Ohaya. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sie nicht aus den Augen lassen. Was macht sie da? Wir werden auch über den Fluss übersetzen. Kommt, wir gehen schon einmal mit hin. Also ich bin dazwischen wahrscheinlich schon angekommen und habe mich vom Pferd auf den Wagen geschwungen. Ja, okay. Gut, ja. Dann würde ich mich mit der Quadriga in Bewegung setzen, dass wir gleich auch über den Fluss übersetzen können. Also nicht über die Brücke, sondern über den Fluss. Mhm. Gut. Ich stelle mir vor, dass Danus von Durin eine ähnliche Idee hatte und sich so die Hälfte nimmt und auch eher so rechts über diesen Fluss schwenkt. Ja, wird er wahrscheinlich machen. Er ist zwar ein Ritter durch und durch, kein Krieger, aber auch er weiß mittlerweile, da er selber schon gekocht wurde, dass der brachiale Ansturm so nicht wirklich nützlich ist. Wie gesagt, während ihr euch unterhaltet, euch sammelt, eure Kräfte aufspart, könnt ihr sehen, wie Ukurians Waffentreuen, die schwere Infanterie, vom kleinen Hügel runtergesetzt ist und dort ebenso beim lebendigen Leibe gekocht werden. Dem blauen Höllenfeuer von Rassasor ist nichts, was man standhalten kann. Und während ihr nach und nach euch sammelt und Jalan auf ihn zureitet, könnt ihr sehen, wie er seinen Kopf rumschwenkt und auf euch blickt. Mit blau glosenden Augen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch einmal einen Armatrutz zu sprechen und ihn also zu erneuern. Ist ab jetzt sein Halsband zu sehen? Sein Halsband ist zu sehen. Also für dich, für Midas nicht, für Boltax ja. Midas hat einfach noch einen Teil vom Effa-Tempel neben sich. Zulamin steht da wohl noch alleine. Nee, Boltax ist bei Hochkönig. Er ist doch gegangen. Ja, es sind viele Meilen. Also es sind, lass mich nicht lügen, zum Hochkönig sind es 550 Meter und Rassasor steht halt genau dazwischen. Ja gut, dann halt durch den Wald hoch und dann an der Seite rum. Aber ich denke, Boltax wird im Kampf wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Okay, weil ja, hab ich mir fast gedacht. Ist mein Guardian inzwischen erloschen nach 5 Minuten? Oder nach 5 Minuten ist er erloschen. Gut, dann würde ich ihn neu wirken. Jalan prescht über die Brücke. Sieht so aus. Hält schützend den etwa Handteller großen das Bucklerchen vor sich. Ja, dann Würfel, reite den Sturmangriff. Ich brauche erstmal eine Reitenprobe. Du willst direkt in das Maul eines Drachen hineinreiten. Dein Pferd spürt es, die Albträume, reiten plus 15. Das war ja noch den hartgesottensten aus dem Konzept. Reiterkampf zählt für Halbierung? Reiterkampf zählt. In Fall ist es nur die 7 und damit dann geschafft. Oder die 8 und damit dann geschafft. Ich gebe dir 2 Punkte mehr für den Reiterkampf, ne? Reiterkampf bedeutet, du darfst Erschwernisse halbieren. Erschwernisse halbieren? Dann kriegst du gerade Reiten, bedeutet, du darfst vierteln, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das habe. Das kommt jetzt ja vom Pferd. Dann gib mir lieber nochmal eine Abrichtenprobe. Abrichtenprobe. Okay, kein Problem. Abrichten ist ein Handwerk. Ja, Pferd-Esel zählt, weil es ist ein Pferd oder ein Esel. Um 7 Punkte gelungen. Ja, wie gesagt, du möchtest aber in das Maul eines Drachen hineinreiten, beziehungsweise ansetzen, sodass du dann mit deinem kleinen Buckler direkt vor dem stehst, er öffnet sein Maul und speit Feuer. Ich schreie wiederholend das Losungswort vor mich hin, das auf dem Buckler geschrieben steht. Und vertraue darauf, dass Iseron mich schon nicht in meinen Tod geschickt hat.
Assassor. Höllenfeuer. 4x4 Schritte, um die Brücke zu treffen. Auf die 20, also trifft automatisch, geht nur um den Schaden. 16W6. 54 Feuerschaden. Macht der Buckler irgendwas? Der Buckler kann, ja, ist ja nicht direkt auf dich gesprochen, sondern auf einer 4x4 Schritt großen Präsenz. Also er wird die Hälfte abfangen und zurückwerfen. Okay, weil dann sind wir nur noch bei, wie viel dann? 54, halbe. Ja, genau, 25 plus 2 sind 27. 27, ich nehme mal noch Zone gesamt. Zone gesamt. Das sind dann 27 minus 11. Weil dein Gesamtrüstungsschutz 11 ist? Ja, mit dem Unverwundbarkeitselixier. Ja. Mhm. Dann bekommst du noch? 27 minus 11, 16. 16 TP. Das ist eine Wunde. Mache pro forma mal die Selbstbeherrschung. Ja, dein Pferd unter dir stirbt. Nein! Kann ich mein Schiff für das Pferd verbrennen? Du kannst deinen Schicksalspunkt auch für das Pferd verbrennen, wenn du meinst, dass es jetzt nötig ist. Drei. Ich habe nicht viel Wissen, Verband, also ja. Ja? Ja. Du merkst, wie die Flammenlanze dich einhüllt. Das Pferd geht leicht in die Knie, widersteht dem Ganzen. Rassassos Kopf wird selbst von dem reflektierten Höllenfeuer zurückgeworfen und dann verlierst du komplett die Orientierung. Vor dir eine Flammenwand. Möchtest du hindurchreiten? Ich möchte hindurchreiten. Hindurchspringen, anyway. Dann gib mir mal deine Reiterinitiative. Wie groß ist die? Soll ich neu würfeln oder die von gerade nehmen? Du kannst eine neue würfeln. Okay. Das ist dann die Hälfte von 11, sind 6 plus 16 sind 24. 24. Dann siehst du, wie das Maul von Rassassor auf dich zuschießt. Und weitere 52 Schadenspunkte, Trefferpunkte ankommen könnten. Während du das tust, kannst du aber sehen, wie das Maul kurz vor dir, nachdem du durch die Flammen hindurchgelaufen, geritten bist, abprallt. Irgendetwas wirft den Kopf rum und der Biss geht fehl. Du siehst eine goldene Präsenz, die neben dir entlang reitet, wohl gerade aus dem Wald gebrochen, nach Süden hin, von Norden nach Süden reitend. Ein leuchtender Strahl, der gleichzeitig vom Himmel herabfährt, den Drachen versenkt mit einem tosenden Gleißen, blaue Fangzähne, die umherwirbeln, wie ein Schild, wie ein Lichtschild, der nicht nur dich einhüllt, sondern auch die Präsenz vor dir. Eine alte Gestalt. Und während du dich ein weiteres Mal sammelst und versuchst, deine Verwirrung abzustreifen, du stehst immer noch vor dem herumgewürfelten Maul von Rassassor, siehst du, wie ein Heer von Bauern aus dem Wald nach draußen bricht. Der Waliserun. Habe mir, Rafim. Jalan ist im Feuersturm verschwunden. Ja, ich gebe gerade. Was passiert ist? Ich gebe gerade den Reitern vor uns die Gelegenheit, das Feld einfach frei zu machen, weil sonst kommen wir nur in die Quere. Und dann setze ich die Quadriga auch im vollen Galopp in Bewegung. Kann ich dabei zaubern? Gib mir erstmal eine Fahrzeuggelenkprobe und die ist erschwert um 7. Wenn es gelingt, kannst du zaubern. Okay, dann gucken wir mal. Über die Brücke rumpelnd. Nee, könnt ihr sehen, da noch von Lurin, der ebenso rumsitzt. Du musst den Wagen festhalten. Währenddessen kannst du erkennen, wie die Trollzacker weiter mit Rohaya in ihrer Mitte auf ihn zustürmen. Du kannst Trak von Kekrach erkennen, den ehemaligen König von Talf. Mittlerweile neben dir der echte König von Talf. Auf ihm? Was machen wir? Wir warten, bis das Halsband zerstört ist. Wir bringen uns schon einmal in eine gute Position. Ihr könnt sehen, wie ein Bannstrahl vom Himmel herunterfährt, Utas Pforten sich geöffnet haben und der Strahl aus dem Nichts kam und auf Rassassor verschwindet. Aber Jalan ist immer noch im Feuermeer eingeschlossen. Ich würde mal auf ein Knie sinken und probieren, einen Astraltrank vom Gürtel abzufischen und einzunehmen. Ja, während du dich nicht bewegst, wäre das möglich.
Ansonsten, wenn ihr euch weiter bewegen wollt, ich glaube, Isarun wollte das auf alle Fälle. Deswegen wollte ich stehen bleiben. Ich wollte auf die Knie sinken, um mehr Stabilität zu halten und nicht, dass ich die Flasche aus Versehen fallen lasse. Ja. Wollte Isarun über die Brücke oder über den Fluss? Über den Fluss. Über den Fluss. Genau, also dass wir in so einem Bogen dann angreifen können. Genau. Die anderen Reiter ja auch. Die anderen setzen über die Brücke, kurz nachdem Jarlan dann weg ist. Aber mir bleibt allein zurück. Ich bin auf dem Wagen. Ah, richtig. Ja, stimmt. Nee, dann hast du recht. Dann, klar, geht das. Zulamin und Midas. Ich habe das Gefühl, wir stehen immer noch viel zu nah an dem Drachen dran. Also gerne weg da. Vielleicht nicht direkt vor seine Schnauze, also eher in Richtung See und hinten rum. Wäre möglich. Dann würden wir uns vermutlich hier hin positionieren. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ja, also ihr könnt euch natürlich in der Zeit bewegen. Wenn ihr einfach nur fliehen wollt, was natürlich ratsam ist, damit ihr eure Seelen nicht frisst, könnt ihr euch dann bis zu dem kleinen Steg nahe des Erfahrtstempels und des Ochsenwassers durchsetzen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf den Steg. Gibt es vielleicht irgendwo noch Truppen, die man motivieren könnte? Oder sind die entweder schon im Angriff oder viel zu weit weg? Ihr seht, wie der letzte Truppenteil auch über die Hügel hineinstürmt. Es gibt noch einige von den Gefolgsleuten, Okurians Ritter, die jetzt wohl ebenso gemeinsam mit Answin den Hügel hinunterkommen. Von hier aus kann ich ja auch sein Halsband sehen. Von hier aus jetzt ja. Gut, ich bin Fexgeweihter und ich kann halbwegs gut Schlösser öffnen. So ein Halsband müsste ja auch irgendwie einen Verschlussmechanismus haben. Kann ich irgendwas in der Richtung ausmachen? Das untragbare Halsband. Eine wahre Fex-Queste. Einen Drachen zu reiten und ihn knacken wäre möglich. Dafür müsste man den Drachen beklettern. Das nicht. Nein, aber sehe ich irgendwo einen Verschlussmechanismus für das Halsband? Sehr gut. Was möchte Zulamin tun? Weiter weglaufen? Ja, ich denke schon. Weil an der Stelle kann ich gerade nicht so viel tun. Ja, dann, du hast dich mittlerweile wieder orientiert. Vor dir ist aufgetaucht Alduin Invictus. Und während du noch mit deiner Hand zum Gruße grüßt, während er gerade umdreht, sein Pferd zügelt, alt wie er ist, doch ein meisterhafter Reiter und ein noch meisterlicher Praios Hochgeweihter, kannst du sehen, wie ihn ein Flammenstrahl von Rassasor umhüllt. Er auf die Knie geht, sein Pferd verbrennt und sein Leben aushaucht. Für die Götter. Er hat dich und dein Leben gerettet. Seine Bauern neben ihm, die gerade Rassasor mit Praios in den Augen umschlossen haben, fangen langsam an zu verbrennen, ihre Kleidung, die in Feuer steht, durch die uninfernalische Hitze. Ich denke da vermutlich in dem Moment gar nicht so lange drüber nach. Sondern ich gebe dem Pferd die Sporen und mit dem Namen meines Herrn unter seinen Lippen gebe ich dann den Drachen die Lanze. Lanze wiegt auf das Halsband. Ich würfel einfach und wir gucken es dann ja schön an. 8. Du reitest an auf die kürzeste Distanz. Versuchst noch einmal das Letzte aus deinem Pferd herauszuholen, das die Brandspuren ebenso abgeschüttelt hat wie du. Finsterfang trifft. Es klickt. Dann spürst du ein Brechen und glaubst, dass es das Endurium ist. Von der Lanze. Vom Halsband. Es ist alles. Es ist das Halsband, die Lanze und dein Arm. Du lässt sie los, reitest an ihm vorbei und wirst noch einmal getroffen. Von einem Flügelschlag. Kannst doch gerne eine Ausweichenprobe würfeln. Kann das Pferd ausweichen? Das Pferd kann auch ausweichen, wenn du möchtest. Dann möchte ich das Pferd ausweichen machen. Das müsste auf die 12 oder so gehen. Schauen wir mal. Ich habe Glück. Ich habe einen Glückssegen. Richtig. Hatte so getan, als hätte er den Vorteil Glück. Das heißt, ich muss jetzt erst ein W3 würfeln, ja? 3, das wäre einmal Glück. Nee, also würfeln wir nicht. Achso, nein. Glückssegen ist, du bekommst einmal Glück. So, hier steht, als hätte er den Vorteil Glück. Okay, nee. Also würfel ich jetzt den einfach neu. Gut.
Der Glückssegen ist sogar noch besser. Du darfst zweimal würfeln und das bessere. Ja, okay, Pferdeparade gelingt nicht, also werde ich nochmal getroffen. Ja, dann bekommst du einmal den. Gib das ist jetzt ein Halbschwenker, aber an sich ist es der Flügel. 7 TP, die du durch den Flügel bekommst. Die gehen nicht durch. Ja, würfeln wir die Reitenprobe. Vielleicht werfen sie mich um Pferd, ich mache die Reitenprobe, genau. Genau, wird jetzt halbiert auf jeden Fall durch Ratterkampf. Easy geschafft mit der 4er Schönes. Ja, denk bitte zusätzlich dran, dass du weiterhin erschwert hast um 15 plus 7, die kannst du dann halbieren. Sind 22 okay. Halbiert, sind 11. Das also reicht. Genau geschafft. Genau geschafft. Junge. Du lässt den Buckler fallen, du lässt die Lanze fallen, dein Arm ist gebrochen, hängt schlaff herunter, aber du kannst dich mit dem Pferd an Rassasor vorbeikämpfen. Dieser Kampf ist geschlagen, zumindest für dich. Alwin und Victus Leiche, die irgendwo hinter dir brennt und du siehst, wie Rohaya mit den Trollzackern weiter auf dich zustürmt. Neben dir, dort wo Alwins Leiche gerade verbrennt, kannst du Danos von Luhring erkennen und den Streitwagen von Glorana. Was wollen die anderen tun? Gerade über den Fluss übergesetzt. Ich bringe alle in die Nähe des Drachen. Wir haben ja noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ausgezeichnet. Wie lange dauert das? 5 Aktionen? Ja, 5 Aktionen. Ihr werdet sicherlich einige Zeit noch durch den Fluss reiten. In den 5 Aktionen kannst du deinen Zauber abgeschlossen haben. Ich würde, nachdem ich den Heiltrank getrunken habe, den Astraltrank getrunken habe, nochmal Raffins Oberarm rühren und ein Attributo Körperkraft in Schnellsteigerung bewirken. 5 Aktionen Zauberdauer. Ja, die sind durch. Rafim, mit stolz geschwellter Brust kannst du erkennen, wie Trak von Kekrach sich mit deinen Trollzackern in den Kampf stürzt und Hammerschläge um Hammerschläge verteilt. Na, oh, meine Männer. Und meine Frauen. Das untragbare Halsband von Tagunitot zerbrochen, zerborsten, ebenso wie die Lanze Finsterfang, die vor ihm liegen, scheint ihn nicht zu kümmern. Blaues Leuchten, was von ihm ausgeht. Du merkst, kommt ja an. Du merkst meine Hand auf deinen Oberarm und sich deine Kraft etwas erhöht. Stärker was und kräftiger. Sehr gut. Midas schaut sich das alles aus der Distanz an, greift aber noch nicht ein. Ich würde noch einmal mein Artefakt erfassen. Ich habe ja noch ein Paralys-Artefakt. Mich versichern, dass es da ist und dann von dem Wagen springen und mich meinen Männern anschließen. Ihr könnt auch in den Nahkampf. Wie jemand die Aufmerksamkeit von Rassasor erweckt hat. Es ist nicht Rohaya. Es ist auch nicht Answin. Zylindian ist recht nicht. Der liegt fast verletzt, tot im Wald. Es ist Drakodan. Drakodan von Misaquel, der irgendwo zwischen den Reihen der Infanteristen steht und nun von Rassasor gebissen und gekratzt wird. Mensch, klein, unwürdig, sterblich, du stirbst hier, vorherbestimmt, unausweichlich, ich, Drache, gewaltig, erhaben, kehre wieder, ewiglich, um die Ernte, Blut, Kraft, Leben zu holen. Wehre dich nicht, fruchtlos, vergebens. Du wirst hier sterben. Tod, Leben. Ich werde aufsteigen. Gewaltig, unbezwingbar, gottgleich. Und während er zu einer weiteren Lanze ausholt, um alle Trollzacker und Drakodan zu verbrennen, Rohaya, könnt ihr einen weiteren Flammenstrahl erkennen, der dieses Mal aus dem Himmel kommt, von Lessankan. 3 Kaiserdrachen in einem Kampf. Die Schlacht der 3 Kaiser. Ihr steht mittlerweile neben dem Wagen, könnt abgestiegen sein und in direkter Reichweite von Rassasor. Was wollt ihr tun? Ja, ich brülle meine Männer und kämpft die Hundesöhne! Und dann schlage ich den Drachen. Mit einem guten Beispiel vorangehen. Ausgezeichnet.
Initiative brauchen wir in dem Fall wohl erstmal nicht. Ja, du kannst zuschlagen. Du hast die Trollzacke. Möchtest du verteidigen? Wahrscheinlich nicht nur zweimal angreifen. Dann kannst du zuschlagen zweimal. Also der Drache kämpft gerade offensichtlich mit den anderen Drachen. Das ist zumindest jetzt so meine Einschätzung. Über dir Feuer, Drachenfeuer von Lessankan, was dich zurzeit noch nicht einhüllt, aber er scheint keine Rücksicht auf euch zu nehmen, auf dich zu nehmen. Hassasor ist zumindest gerade nicht auf dich eingestellt, sondern erst einmal auf Drakodan. Ja, dann kriegt er jetzt erstmal einen schönen 5er Wuchtschlag, wir gucken mal. Fangen wir mal gelinde an. Ja. Du merkst, wenn du zuschlägst, dass sich jetzt wohl ein blauer Faden von deiner Axt zur Kugel legt und die auch zu Rassasor führt, sodass ein Dreieck aufgespannt wird. 27, das ist doch ganz nett. Iserun, was tust du? Ich möchte gerne an dem Drachen vorbei. Sehe ich vielleicht Sulamin hinten stehen? Die hat sich entfernt. Ja, mit einer Sinnesschärfeprobe. Plus 7 kannst du sie erkennen. Och, immer mit dem Frozin. Gucken wir mal. Um euch herum wirbelt Rauch, Dreck, Matsch, Schnee, Asche. Tatsache. Du kannst sie erkennen. Ist denn bei mir vielleicht irgendein reiterloses Pferd, dass ich ein bisschen schneller vom Fleck käme? Selbstverständlich. Gut, dann würde ich mal versuchen, das einzufangen. Von welcher Seite würden denn eigentlich Rafim und Abelmir angreifen? Aktuell von vorne, von der Seite. Also von seiner rechten Seite. Okay. Die sind alle noch am Leben, oder? Die sind noch am Leben, brennen aber und würden, das kannst du erkennen, die sterben jetzt, aber sie sterben mit Praios auf den Lippen. Das ist schön für sie. Ich möchte mich trotzdem auf die andere Seite des Drachen begeben, also die Quadriga an ihm vorbeilenken, so hier an dieser Mauer vorbei. Ja, Gott. Das ist schwierig. Fahrzeuggelenkprobe wieder plus 7. Um nicht unter den Flügeln zerquetscht zu werden. Was möchte Abelmir tun? Runterspringen? Ich würde auf jeden Fall runterspringen und mich in Nähe von Rafim begeben. Gut. In 25 Schritt, also brauch. Mindestens. Ja, also du kannst dann nachher in der Kampfreichweite kannst du dann kommen. Iserun versucht die Quadriga wieder zu an ihm vorbei zu bekommen, aber so wie die Flügel aktuell schlagen, so wie der Effa-Tempel runtergebrochen ist mit den Mauerresten, würdest du sagen, dass du da nicht durchkommst. Der Wagen ist einfach zu breit. Gut, dann werde ich den jetzt an dieser Stelle liegen lassen und mich selber in den Nahkampf begeben. Gut, Asavo folgt dir. Mira wird ebenso sich verbeißen. Jalan, du reitest noch weiter. Dein Pferd ist schwer verletzt, aber es lebt. Dein Arm ist gebrochen. Was tust du? Denke. Nichts. Also, wir reiten noch ein Stück. Irgendwann wird das Pferd dann vermutlich nicht unbedingt zusammenbrechen, aber sehr vehement signalisieren, dass es nicht mehr weiter kann. Dann lasse ich mich da nicht herabsinken, herabfallen wohl eher. Ich lehne mich mit dem Rücken an einen Baumstumpf und atme erstmal durch. Was auch immer jetzt noch geschieht, ist es nicht mehr in meinen Händen. Hanswin von Rabenmund reitet an dir vorbei. Er ist alt, aber er sieht aus wie ein Feldherr, der jetzt die Dinge selbst in die Hand nimmt. Du hörst ihn doch zurufen mit kräftiger Stimme. Gute Arbeit für das Reich. Reicht es zu Ende für das Reich. Wie geht's weiter? Iserun ist abgestiegen, hat den Wagen dort gelassen. Abelmir steht neben dir. Rafim steht neben dir. Also ich brülle Abelmir und zeig mir wo. Dort, ich bringe dich dorthin. Warte einen Augenblick. Ich will keinen Zauber. Also ich probiere es mindestens. Ich würde mal versuchen, die Trollzacker anzustacheln, jetzt noch offensiver vorzugehen, als sie es eh schon tun, um den Drachen abzulenken. Ja, Trag von Kekrach, der schreit und brüllt. Und dann kannst du sehen, wie ein weiterer Höllenfeuerzauber angesetzt wird. Ich nehme, weil die gerade so schön auf einem Pulk stehen, 10x10 Quadratmeter für 31 TP, die alle in diesem Bereich bekommen. Währenddessen packt Abelmir Rafim an der Schulter
Du merkst noch einmal, wie die pulsierenden Kräfte des Attributo deine Oberarme weiter vergrößern und ihr taucht auf der anderen Seite aus den Schatten wieder auf. Wir wollen auf dem Kopf des Drachen wieder auftauchen. Aus den Schatten selbst. Sehe ich das? Ja. In meiner Position sehr gut. Guck mir ganz genau an, was die da oben machen. Ich hau den Drachen in den Kopf. Schlag zu! Was wird Iserun tun? Ich möchte auch nochmal zaubern und mit einem Attributum meine Gewandtheit verbessern. Eine Gewandtheit, okay. Mit Variante Schnellsteigerung. Ja, so. Abel mir hat Rafim 5 Körperkraft gegeben. Wo ist deine Körperkraft aktuell, Rafim? 24. Gerade mal bei Herrn Keck. Ja, TPKK sind 15-1. Wie viel Schaden machst du mit deiner Axt? Oh, warte mal, das sind 4. Ah, warte mal, hat sich das gar nicht geupdatet? Warte mal. Ich müsste 13 plus 3 wie 6 machen. Geht. Ja, dann kannst du gerne einen Angriff auf den Kopf machen, da du hinter ihm stehst. Er hat zwar sowas wie ein Astralgespür, aber ich gebe dir trotzdem eine minus 5. Ja, schissig wie ich bin, mache ich einen 6er Wuchtschlag. Oh, kein Hammerschlag, schäm dich. Hammerschlag gegen sehr große Gegner, beziehungsweise für ihn nur großer Gegner. Schlag mich nicht mit meinen eigenen Waffen. Die Gott sei Dank bin ich ein Schisser. Gott sei Dank bin ich ein Schisser. Ja. 6er Wuchtschlag kriegt er. 26 in den Kopf. Ja. Wird verdoppelt, weil die Axt mit dem Namen gebunden ist. Und an der Rüstung vorbei. Du schlägst zu, es knackt, Halswirbel, die nachgeben und Fleisch, was weiter verfault. Ein starker Treffer. Unter dir verbrennen die Trollzacker. Sie sind nicht tot, nicht alle, aber sie brennen. Du kannst unter dir neben die Rohaya erkennen. Und ein weiterer Flammenstrahl, eine Lanze, die angesagt wird. Auch Iserun kann das erkennen. Rohaya ist jetzt im Nahkampf. Und jetzt ist Rassasor erpicht darauf, sie zu töten. Bin ich mit meinem Zauber schon durch? Ja. Gut, ich als Midas würde jetzt, wo ich sehe, dass Raffin den in den Kopf gehackt hat und da offensichtlich eine breite Kerbe reingeschlagen hat, dann zu Fexens Sternenwurf greifen. Das ist eine Grad 4 Liturgie, ein Stoßgebet dauert 4 Aktionen. Und damit rufe ich die Wurfsterne des Fex herbei. Ja, würfel ich gleich mal aus, wenn du magst. Und du musst mir dann natürlich die Modifikationen geben. Mal gucken, ob ich es schaffe. Während Iserun am Zaubern ist, kannst du erkennen, wie eine Flammenlanze von Rassasor ausgesandt wird gegen Rohaya. Du siehst, wie astrale Kraft glitzert. Eins ihrer Armreife zerbröselt und ein rotes Licht steigt von ihr aus. Ein Guardianum, ein Armatrotz. Und ein Flimflam-Zauber. Um ihr herum brennt und glost die Welt und verschlingt weitere Reiter von Ukurian und aus Romulus. Kurungur, erinnerst du dich an Jadir den Kühnen? Sassor hat das Interesse an Hohaya ganz plötzlich verloren. Er scheint sich nicht für Rafim zu interessieren und blickt Iserun an. Oder sollte ich dich Xixik nennen? Mittlerweile sieht er wohl, dass das Dreieck, aufgespannt durch astrale Kräfte, die Axt, sein Seelensplitter und die Kugel, die in den Händen von Asabo liegt. Du willst dir nun einen neuen Namen geben, Doriforus. Aber ich sage dir, unter welchem Namen man sich an dich erinnern wird. Man wird dich den Klapperwurm nennen. Nichts anderes bist du. Und heute werden wir deine Geschichte beenden. Farmalor, führe meine Klinge! Iserun greift an. Rassasor beißt zu. Du kannst ihn durchtänzeln, weichst aus und stehst dann neben ihm.
direkt an seinem Hals. Ich sage einen Wuchtschlag 3 an. Angsthase. Das ist okay. Nicht gut gewürfelt. Nicht gut gewürfelt. Wie viel Schaden sind das? Nur 15? Ja. Also da sind die Wuchtschlag-Dinger schon drin. Du hiebst in seinen Hals. Hast du eine Tierkunde, Drachen? Ja. Okay. Und siehst, wie zwei Klauen auf dich zureisen, nachdem er seinen Hals schmerzerfüllt wieder zurückzieht. Auf ihm, Abelmir, würfelt mal bitte eine Reitenprobe. Schwert um 10. Oder Körperbeherrschung. Auch ein Schwert um 10. Das ist ja mal eine ganz klare Körperbeherrschung. Ja, ihr könnt es euch aussuchen. Scheiße. Abelmir bleibt stehen. Rafim fällt. Hast du nicht noch einen Chip? Ich erste Klaue, zweite Klaue. Beide Klauen würden Isarun treffen. Ich habe noch eine Ausweichaktion, dann würde ich einer davon ausweichen. Korrekt. Das ist gelungen. Dann bekommst du nur einmal den Klauenschaden. 41. Oh. Aua. Da kommt jetzt natürlich eine Menge durch. Ja, da können wir gerne mal auf deine Rüstung gucken. Die wird jetzt nämlich sicherlich relevant. Ja, ist das Zonenangriff oder die Gesamtrüstung? Das ist Zone, dein ganzer Körper wird gerade zermanscht. Ja, nee, dann wäre es ja aber Gesamt. Ja, Gesamtrüstung. Okay, dann kommen nur 30 durch. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 3. Wie viele Runden sind das? 3 plus. Ich habe Wunschwelle 11. Ja. Dann die nächste bei Consti. Consti ist bei 13. Plus Eisern sind 15. Dann hast du bei 15 die nächste. Sind 3 Wunden. Ja. Quasi auf allen Körperteilen. Cool Beans. Du denkst dann dein Unverwundbarkeitselixier? Ja, das ist alles schon drin. Okay. Rettet's auch nicht. Suchen Sie an. Möchtest du den Schicksalspunkt jetzt schon verbrennen oder wollen wir das später machen? Ich habe keinen Schicksalspunkt. Möchte jemand anderes den Schicksalspunkt für Isarun verbrennen? Ich hab leider meinen schon verbrennen müssen. Wer hat denn noch einen? Ich nicht. Ich hätte Tsunami. Ich habe auch einen. Bei mir. 3. Ja, ich tue es, wenn Tsunami es nicht macht, dann mach ich's. Ja, wir wollen nicht, verbrennt den Schicksalspunkt für Isarun. Während Rassasor in der nächsten Kampfrunde eine weitere Klaue in Richtung von Isaruns Körper streckt und versucht, sie zu zermanschen, kann Asavo sie wegziehen. Abelmir, der gerade an dem Kopf entlang reitet, springt und klettert und dann ich bin oben mit ihm. Ich bin oben mit ihm auf dem Kopf. Immer ja, noch. Genau, kannst du ihm. Was hast du für Waffen? Ein Säbel. Säbel. Dann kannst du ihm, kurz bevor der Kopf auch nach vorne zuckt und Isarun zerteilt, kannst du deinen Säbel in Rassasors blaue Augen rammen und ihn ablenken, die Wut auf dich lenken. Gut, geht jetzt mein Sternwurf durch? Also kann ich den jetzt auswürfeln? Ja. Ist eine Grad 4 Liturgie. Ich denke mal, ich handle aus einer Notlage heraus. Jetzt aktuell, ja. Gegenwärtig. Ich weiß nicht, ob es in Erfüllung eines göttlichen oder kirchlichen Auftrags ist, wahrscheinlich würfel, eher nicht. Würfel einfach mal. Okay, alles klar. Ja. 17. Ich glaube, da können wir noch sämtliche Modifikatoren drauf anwenden. Das wird gelungen sein. Okay, alles klar. Gut, dann lese ich mal vor, was passiert. Und zwar, die Liturgie ruft einen der Wurfsterne des Fex herbei, ein Talisman der Fexkirche. Der Stern verursacht 2W20 TP und trifft immer sein Ziel. Gegen Dämonen und Paktierer des Zephara-El wirkt er zudem verletzend. Der Stern bleibt maximal LKP Stern plus 10 Kampfrunden nach dem Wurf erhalten, dann verschwindet er automatisch. 2W20? 2W20. Und ich würde gerne den Seelensplitter von Razzazor anvisieren und mit den Worten Fex, du, was du schon einmal in Seelen tatest, den Stern, den Seelensplitter von Razzazor entgegenschleudern und hoffen, dass ihn das genug ablenkt, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen. Nur 26. Du triffst. Es blitzt einmal auf, der Dolch verschwindet und taucht im Karfunkel wieder auf. Musik.
Ein grauer Spalt zerreißt die Sphären, gefüllt vom dunklen Wabern. Daraus hervor tritt die in dunkle, lumpige Stoffe gehüllte Gestalt Sulman Alvenisch des Seelensammlers. Wie der schwarze Drache selbst verbreitet die menschliche Gestalt Albtraum und Verwesung, während er auf Knochenfüßen über das Schlachtfeld schreitet. Wo er geht, fällt das Fleisch faulend von den Leichen ab. Wo er hintritt, verdirbt das Gras. Wohin er blickt, krümmen sich die Menschen in grauenvollem Schmerz. Dann streckt der Seelensammler seine Knochenhand nach dem schwarzen Drachen aus. Die Ehrentagunitot fordert zurück, was ihres ist, Wurm. Dolch und Karfunkel verschwinden gemeinsam mit dem schwarzen Wabern des Seelensammlers. Rassasur schreit auf und ihr spürt in euren allen Köpfen Panik. Rafim ist gerade vom Kopf geflogen. Aber mir reitet immer noch den Kopf des Drachen. Was wollt ihr tun? Deutet ihn, ihr Hundesöhne! Ihn angreifen und die Überreste von den Polzackern dazu motivieren, selbiges zu tun. Du kannst erkennen, wie Answin von Rabenmund mit seinen frischen Nachschubgardisten ebenso auf den Drachen hinzuläuft. Du kannst Rohaya erkennen, wie dort immer noch verbissen kämpft. Du siehst, wie Isarun weggezogen wird. Macht einen Schaden. Aber mir ebenso. Ich würde vorher was anderes machen. Ja. Ich bin halt ja noch mein Säbel fest, der immer noch im Auge von Ratzezor steckt. Würde jetzt meinen Starter rumwirbeln und in dem Spalt zwischen Augenlid und Auge selber, da gibt es ja so einen kleinen Schatten, da hineinstoßen und einen Zauber auf meinem Zauberspeicher auslösen. Welchen? Zauber Ecliptifactus. Was tut der Ecliptifactus? Ihr beschwört einen Schatten herbei, die eigenständig handeln, mit den gleichen Kampfwerten wie ich, das Ziel meines Willens angreifen. Zauber auslösen kostet dich eine Aktion. Du siehst, wie auf der anderen Seite, spiegelbildlich zu dir, der Schatten Abel mir entsteht. Eine Aktion hast du noch. Ich würde mich probieren, hochzuziehen am Säbel und den Drachenkopf zu steigen. Der Valrafim steht unten, abgeworfen. Immer noch das blau leuchtende Dreieck aufgespannt mit Rassasur, der Axt und der Kugel. Sehe ich, wo genau diese blauen Fäden in Rassasur hinlaufen? Oder ist das einfach das gesamte Wesen? In die Brust, wo Hals anfängt. Okay, dann möchte ich da jetzt hinschlagen. Den Hals zerteilen. Ja. Hast du Tierkunde Drachen? Natürlich leider nicht. Natürlich leider nicht. Dann mach deinen Angriff. Ah, komm, sechser Wuchtschlag. Ich wollte gerade sagen. Sechser Wuchtschlag. Gott sei Dank. Na, 22. Beeindruckt ihn wenig. Obwohl, verdoppelt immerhin. Fährt eine Klaue hinab. Er macht einen Angriff gegen Rohaya. Er trifft. Und würde 24 TP mit der ersten Klaue und noch einmal 37 TP mit der nächsten Klaue machen. Rohaya verbrennt ihren Schicksalspunkt. Und ihr könnt erkennen, wie Answin von Rabenmund die Klaue abwehrt, Rohaya umstößt, so wie es eben Rafim mit Abel mir tat. Und Answin, getroffen, zu Boden sinkt, in zwei Teile gespalten. Rohaya aber, verletzt, lebt. Nächste Kampfrunde. Das ist entrückt und schleicht sich von dann. Rafim und Abel mir, nun ist es an euch. Ich hätte ja zwei Angriffe. Ich würde zweimal an. Also ich greife an und mein Schatten greift an. Das sind vier Angriffe. Ja, stimmt. Ich brauche mich nicht verteidigen. Ich habe eine Attacke von 19 und der Schatten von 18, weil er profitiert nicht von meinem Zaubern. Ich würfel einfach mal. Jeweils ein plus 6er Wuchtschlag. Mhm.
Du musst dich nicht verteidigen, hast du gesagt? Ich hoffe es nicht. Asasso hat 6 Aktionen pro Kampfrunde. Schwanzschlag. Du merkst, wie du von hinten getroffen wirst. Vom Schwanz, der in deinen Körper fährt. Und 29 TP verursachen würde. Aufgespießt von einem dornigen Schwanz. Ja, ich wäre dann tot. Du wärst dann tot. Möchtest du einen Schicksalspunkt verbringen? Trifft mich ja im ganzen Körper vermutlich mal, oder? Wahrscheinlich die Brust von hinten. Also würdest du tatsächlich dann auch Brustschaden bekommen? In der Brust habe ich einen Schutz von 4 plus 2, 6 wären 3. Ich bin genau bei 0. Ja, möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Ich habe gar keinen, ich habe ihn gerade verbrannt. Genau, bei 0 ist nicht dann tot. Dann verbrenne ich meinen für ihn. Genau, bei 0 ist nicht tot. Ich dürfte das ist gut. Er stürzt dann. Er würde runterstürzen. Ich würde meinen Schaden auswürfeln, oder? Das ist zwar uninteressant wahrscheinlich, aber... Ja, würfel gerne nochmal 3W6 zusätzlich. Ja, das bringt ihn halt um. Brustschaden sind nochmal 3W6 zusätzlich. Ja, genau. 3W6 minus 1. Nee. Minus 3, oder? Nein, es geht nicht um den Sturzschaden, sondern Es geht um den Wundschaden. Ja, okay. Ich bin aber ruhig. Zu damit verbrennt den Schicksalspunkt. Abelmir, du merkst, wie der Schwanz in der Luft anhält. Du weißt nicht genau, was passiert ist. Die Zeit ist eingefroren. Dann siehst du vor dir einen dritten Abelmir. Er ist schattenhaft, genauso wie du. Aber das sind die Gewänder. Er sieht älter aus. Du weißt nicht genau, was passiert. Er reißt dich runter. Immer noch ist die Zeit eingefroren. Nickt dir zu. Und verschwindet wieder. Weggerissen von Satinov. Ich schaue ihm staunend daher. Und dann wird es wahrscheinlich schwarz um mich herum. Du merkst noch, wie dein Schatten zerrissen wird. Und du irgendetwas verlierst. Du fällst zu Boden. Bafim, du bist der Letzte, der steht. Aber mir ist vermutlich gerade neben mir hingefallen, oder? Neben dir aufgeschlagen. Du hast nicht genau gesehen, was passiert ist. Plötzlich stand er neben dir. Wieder ein weiterer Schattentrick. Dann wird sich mit beiden Beinen über Abelmir gestellt, damit er nicht mehr getroffen werden kann, und ich selber hau drauf. In die Brust. Würfel mal eine Tierkundeprobe. Da bin ich gar nicht so schlecht. Ach, immerhin. Und der Angriff. Setz alles rein. Ja, 6er Wuchtschlag. Hier, das wird ja sonst nichts. Oh, das hätte so, werde ich sogar mutiger sein können. Schaden. 26 verdoppelt. Du schlägst ein weiteres Mal zu mit Rakundas, dem Karfunkelspalter. Die Kugel, Knadukas. Sie verbinden sich mit dir, mit dem Drachen, mit der Prophezeiung, die Schlacht der drei Kaiser. Du und das Gemälde, das Bild, deine Freunde, deine Gefährten, die Vision aus Punin, die Elfen. Dein Leben zieht an dir vorbei. Du siehst, wie Isarun gerade weggezogen wird. Ohaya, tot. Answin, tot. Yalan, geflohen. Zulamin, tot. Und mit einem letzten Ruck spaltest du die Essenz von Nosulgor. Der Hals von Rassasor fällt vor dir in den Dreck. Heißes Blut strömt aus dem Leib und er bricht zusammen. Ja, mit der einen Hand wird sich Abelmir gegriffen und unter dem Drachen weggemacht, weil der ist vermutlich ziemlich schwer. Und Abelmir erstmal da rausgezogen. Und dann schaue ich mir die Überreste meiner Trollzacke an. Lebt da überhaupt noch wer? Ja, sie haben bei dem Flammenstoß alle 31 TP bekommen. Rüstung können wir abziehen. Sie haben alle schwere Wunden erlitten, aber sie leben noch. Sie sind Trollzacker. Einige sind vielleicht verbrannt. Der aufgebrachte Praios, gefällige Mob, ist ebenso verbrannt und liegt verkohlt am Waldesrand. Du kannst Alwin und Victus erkennen, den ehemaligen Herrn von Yalan. Aber ihr habt gesiegt. Esankan erhebt sich mit einem letzten finsteren Lachen. Ein Flammenstoß, der die Überreste von Rassasor verbrennt. Du kannst sehen, wie die Essenz von dem Wesen, das, was Rassasor damals in der Zwergenbinge gefangen hat, der Alagrim, aufsteigt als blaue Essenz. Der Himmel schließt sich wieder und die Pforte von Uther verschwindet. Der Kampf ist vorbei. Bafim würde nochmal die Axt nehmen und sie dem riesigen Drachen in den Kopf hauen.
und sich selber dann gegen das tote Maul lehnen. Das war viel zu knapp. Mira, komm her. Abelmir, wach auf! Meine Güte, Abelmir, ist jetzt nicht der Moment, um zu schlafen. Würde Abelmir mal sanft wachklopfen. Abelmir! Oh, ich bin stärker als sonst. Dein Kopf, das ist schon in Ordnung. Lebt hier noch irgendwer von euch hier unten? Isarun ist schwer verletzt, noch bei Bewusstsein. Jalan kann nach und nach herankommen. Es dauert, die Leute und die Mannschaften wieder zu versammeln, in Ordnung reinzubringen. Schattenwandler sind weg. Lessankan ist verschwunden. Wassersor ist tot. Ja, ich würde mal unsere Kaiserin anschauen. Ist die lebendig? Oh, lass mich einmal durch. Einmal durchlassen. Ja. Selbst. Aber natürlich lebe ich. Was? Also, ich bitte dich. Warum sollte ich denn auch tot sein? Ich würde einmal Boltax mit dem einen Arm und Jalan mit dem anderen greifen und die beiden sollen meine Brust heben. Ah, schön, dass ihr euch überlebt habt, Brüder. Da freue ich mich aber. Ja, da braucht man mehr als zwei Drachen, um uns drei niederzuringen. Was ist mit den anderen? Ulamin springt vom Pferd und eilt zu Abelmir. Abelmir, ist er tot? Nein. Was? Ich reiße entsetzt die Augen auf und reibe meine Hände zu meiner Brust und suche das riesige Loch, was ich vermute. Es ist nicht... Was? Abelmir, jetzt nicht geschlafen. Alles gut, ihr lebt. Ja. Warum? Abelmir wird auch einmal hochgehoben und an die Brust gedrückt. Ja, Abelmir, hast du gut gemacht. Also das war hast du sehr gut gemacht. Wo ist Isarun? Und wo ist... Oh Gott, der Lunch... Dolch stürzt dann, ich nehme an, wir sind irgendwo in der Nähe davon da, wo er wohin gefallen ist, stürzt dann irgendwie auf dieses verbrannte Stückchen Erde. Derweil wird Zabo einen Heiltrank hervorzaubern und ihn Isarun einflößen. Tränen in den Augen. Danke. Geht es dir gut? Du lebst. Naja, gut, ging es mir schon mal wann anders, aber ich lebe tatsächlich. Das war vielleicht ein heftiger Hieb. So etwas habe ich in meinem Lebtag noch nicht erlebt. Du hast ihn provoziert. Ich kann das gar nicht glauben. Nun ja, wir brauchten eine Ablenkung. Abelmir, du siehst ja echt schlimm aus. Ja. Oh, wo ist denn Isarun hin? Oh. Ich würde erstmal jetzt Isarun suchen. Oh, Asavo. Oh, habt ihr denn Isarun? Oh! Du siehst, nicht so gut aus. Ich weiß, die Robe sollte nicht so rot sein. Du merkst, wie Rafim dir kurz über den Kopf streichelt. Das hast du gut gemacht. Hast ihn gut provoziert. Ach, danke. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen, aber ihr habt es trotzdem noch hinbekommen. Sehr gut. Ja, das war die... Die guten zwergischen Schützen und Rafim zusammen. Man hat eure Stimme über das ganze Schlachtfeld gehört. Das war wirklich mutig. Wirklich? Nun, vielleicht haben die Götter wirklich zugehört. Eins ist sicher, Rassasor hat euch zugehört. Ja, das glaube ich nun. Ich habe erst gedacht, ihr würdet mich anfahren, weil ihr so laut wart, aber... Nein. Ich weiß, es war ein wenig dumm, aber ich glaube, wir haben es gebraucht. Ach, Farmer Lord, bestimmt legt stolz auf euch herab, da bin ich sicher. Und Ruhaya lebt, ihr habt sie gerettet. Ob man stolz? Naja. Also, braucht noch jemand einen Heiltrank? Ich hatte meinen ja gar nicht nötig, weil ich ein bisschen Hilfe bekommen habe. Baltas, kommt einmal her. Ich stehe so bei diesem großen Drachenkopf. Ja? Wir sollten uns um das da kümmern. Zeig mal auf diesen Karfunkel wahrscheinlich, keine Ahnung. Ist er da? Kann man ihn sehen? Der Karfunkel ist da. Wir sollten das da schnell wegschaffen. In Sicherheit. Du kennst dich ein bisschen mit den Drachen aus. Normalerweise sollte er eine Farbe haben. Leuchten, glimmen, glühen, glosen. Aber er ist einfach nur dunkel. Als ob er tot ist. Als ob die Seele ihn verlassen hätte. Doch der Stein existiert.
Wir sollten ihn zerschlagen. Noch mehr als jetzt schon. Wir haben ja die Axt. Und das wird Rafim sicherlich wunderbar machen. Und dann sollten wir die Reste entsorgen dort, wo man sie nicht mehr herausbekommt. Was ist mit dem Splitter? Irgendetwas Leuchtendes ist darauf zugeflogen. Die Prozentore in der heulenden Finsternis hat zurückgefordert, was ihres ist. Oh nein, also existiert er noch. Aber der Splitter gehört ihr nicht. Das wird sie vermutlich anders sehen. Aber der Knochenrabe ist ihr Bote. Oder? Hat er was anderes gestohlen? Ist das Halsband noch da? Das Halsband liegt immer noch zerbrochen vor euch. Ein Teil des Frevlergewandes. Wir sollten es einsammeln. Wir sollten es an einen Ort bringen, wo es auch nicht mehr zurückkommt. Wieso schmeißen wir es nicht auch in den Vulkan? Ich nehme mir Finsterfangs Endurium-Spitze, wenn die irgendwo rumliegt. Und piekse damit eines der Kettenglieder auf und hebe es hoch. Wofür das sind Schärfeprobe? Sicher doch. Ha, geschafft. Schicksalspunkt übrig? Ich hab sie geschafft! Kein Schicksalspunkt übrig? Hast du noch Glück? Nein, ich habe kein Glück. Die Spitze ist verschwunden. Ich winke mal zu den Zwergen am Hügel, sehen die mich noch? Ja. Albert! Ja, winke, Stiefel winke. Mittlerweile auch, nachdem sie noch 2-3 Skorpione in den toten Leib hochpräzise gefeuert haben, kommen sie dann noch heran. Albrax an der Spitze. Ihr seid der Experte, was Drachen betrifft, vermute ich. Ich und mein Bruder, ja. Was sollen wir mit diesem Ding dort tun? Wir verschließen es. Boah, könnte Angors Hammerschlag es nicht einfach vernichten? Wir wissen nicht, was dann mit der Seele eines Drachen passiert. Der Schlund wäre eine Option, aber wir tun das, was wir am besten können. Eine neue Binge öffnen und sie vergraben. Also, na gut, ich wäre für den Schlund, aber naja. Wir werden uns beraten in Xordosh, mit der Ramborosh, mit dir. Das klingt gut. Ich werde den Splitter verwahren. Gemeinsam mit meinem Bruder. Dann ist er sicher. Da bin ich ganz sicher. Danach entscheiden wir, ob wir ihn in den Schlund werfen oder etwas anderes damit tun. Nun, und was meinst du? Das Halsband ist ja doch sehr gefährlich. Schlund? Ja, Schlund. Mir egal. Schmeißen wir es in den Schlund. Sulamin, wo habt ihr diesen Fexgeweihten gelassen? Ich bin nicht sicher. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ihm gut geht. Er könnte hilfreich sein. Er war überaus hilfreich. Ich guck sie immer zum komischen Blick an, was sie damit meint, aber... Ich kann euch leider nicht sagen, wohin er gegangen ist. Na gut. Wie schaffen wir dieses Ding hier weg? Wir können es nicht berühren. Meine Zauberkraft ist verschwunden. Ich habe doch einen Astraltrank. Ich könnte eventuell, einen Elementaren bitten, das Ding in den Schlund zu werfen. Ich bezweifle, die werden das nicht gerne anfassen. Ich bezweifle es, dass er es überhaupt anfassen wird. Ja, aber zerstören wird er es wohl auch nicht können. Dazu bräuchten wir mehr als ein Djinn. Und genug Kraft dafür hätte ich gegenwärtig auch nicht. Vielleicht sollten wir eine Nachricht nach Zorgan schicken und den Vorsteher der Perreine-Kirche um Rat fragen. Könnte der Herr dieses Gewässers, der Herr des Wassers, ihn nicht zusammen verwahren? Auf ewig? Oh, das habe ich mich ja noch gar nicht gesagt. Ich habe meinen Bruder wiedergefunden. Was? Oh. Wie gefunden? Ja, am Grund des Sees.
Nein, nicht wie ihr denkt, Abel mir. Er war keine Wasserleiche. Also, ich habe mit dem Herrn des Sees einen kleinen Pakt geschlossen und er hat mich meinen Bruder noch einmal sehen lassen. Und das war sehr schön und ich habe ihm versprochen, dass wir, nun ja, unheilige See bereinigen. Also, was hast du versprochen? Ja, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber ihr hasst die Seefahrt. Ja, aber so schlimm war das Wasser dann auch nicht. Immerhin habe ich meinen Bruder wieder gesehen und das war ganz nett von dem Herrn des Wassers. Also, das Wasser ist nicht nur böse. Ich verstehe, ihr schuldet ihm viel. Gewissermaßen wir alle. Ich meine, er hat den Drachen sehr, sehr lange abgelenkt, während wir uns, nun ja, anderen Sachen widmen konnten. Nun, ich denke, das Beste würde sein wahrscheinlich, wenn der Hochkönig den Splitter und das Armband bewacht fürs Erste. Ich denke auch. Das ist eine gute Idee, Abelmir. Eine sehr gute Idee. Ehrlich gesagt, das muss ich kritisieren. Ich denke nicht, dass die beiden Artefakte am gleichen Ort aufbewahrt werden sollten. Ihre Wirkungen könnten einander potenzieren. Dann zerstören wir den Karfunkel hier und jetzt. Rafim? Oh, ich hab hier noch so eine Axt. Rafim würde die Axt aus dem Drachenkopf reißen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, er steckt ja noch da drin. Seid ihr euch sicher? Aber macht ihn das wirklich ungefährlich? Nun, wir können fragen. Wo ist denn Drakodan von Misaquell? Steht neben dem toten Ansven von Rabenmund und der verletzten Rohaya, neben ihm Melvin Störrebrand. Verzeiht, dass ich störe. Ich bin froh, so viele von euch noch am Leben zu sehen. Wir beraten gerade, was mit dem Karfunkel geschehen soll. Ist es wahr, dass wir ihn wirklich zerstören können? Drachensteine werden nicht zerstört. Aber ich würde ihn gerne in meinen Hallen aufbewahren. Wenn ihr gestattet. Ihr habt ihn besiegt und das ist ein besonderer Splitter. Aber wenn ihr meine Gunst wollt, so nehme ich ihn für meine Hallen. Nun, einen Freund zu haben ist besser als keinen Freund zu haben. Wir wissen nicht genau, was wir mit ihm machen sollen. Wir wollen ihn nicht gemeinsam mit dem Halsband aufbewahren. Ich denke, es ist gut, ihn an verschiedenen Orten zu bewahren. Und so besiegeln wir erneut den Pakt zwischen den Drachen und den Menschen. Er nickt. Thorbrin ist stolz auf dich. Tochter. Isarun wird ein bisschen rot und lächelt. Soll er ihn jetzt rausschneiden? Ja, rausschneiden schon. Und dann wird er transportiert in die Hallen von Apep. Ja, ich finde, das ist zwar keine gute Idee, aber mich fragt ja mal wieder keiner. Boltax, mich fragt auch nie einer. Da gewöhnt man sich dran. Währenddessen kann Jalan vor seinem toten Albuin knien. Oder dem, was von noch übrig ist. Das hat er uns gegeben. Und in Erfüllung seiner Zweckes und seiner Pflicht hat Paras ihn uns genommen. Es kann wohl niemand mehr anzweifeln, dass er ein Heiliger und ein Märtyrer ist. Und dann nehme ich seine halbgeschmolzene Maske an mich, wenn die noch hier rumliegt. Die Greifenmaske. Das Konzept von Albuin überlebt. Währenddessen, während Isarun Rafim dabei zublickt, wie er aus dem Kadaver und dem toten heißen Fleisch den Karfunkel herausschneidet, wird Melvin Störrebrand dich etwas weiter weg dirigieren. Er zupft dir ein bisschen an der Robe. Verzeiht, ich möchte gerne mit euch unter vier Augen sprechen. Hofmagus, ihr seid wohl auf. Wie schön. Ja. Gehen wir doch hier rüber. Ja, sucht ihr euch eine Stelle, die nicht so ganz verkohlt ist, die nicht so ganz stinkt. Und er wird seine Stimme etwas senken. Rohaya ist schwer verletzt. Die Artefakte, die ich ihr gab, haben zwar ausgelöst, aber ihr Bauchraum ist kaputt. Ein schwarzer Knochen von Rassasor, der in ihr steckt. Eine Klaue, die abgebrochen ist oder so etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein einfacher Balsam wieder... Es ist schwierig.
Ich verstehe. Ich werde all meine Heilkünste, auch diejenigen aus Winsalt, unsere Freunde, ich werde allesamt beibestellen. Ich hoffe, dass ich etwas in Gareth mit genug Kraft wieder auf... Ich wollte euch nur darüber informieren. Ich habe vor der Schlacht mit Hohaya gesprochen. Und ja. Ihr wisst ja, dass ich der zweite Hofmagus war und nun nachrückte, nachdem Rakala von Horsen-Rabenmund verstarb. Es mag zwar schwierig sein, doch wir sollten die Lücke alsbald füllen. Ich verstehe. Ich habe, wie gesagt, mit Rohaya darüber gesprochen und auch wenn sie jetzt gerade nicht bei Bewusstsein ist, aber sie ist stabilisiert. Würdet ihr gerne die Position des zweiten Hofmagus innehalten? Hofmager. Ich danke euch für euer Vertrauen. Ich fürchte nur, ich muss das einmal überdenken. Ich muss es einmal sacken lassen, mit meinem Ordensgroßmeister darüber sprechen. Selbstverständlich werde ich weiterhin dem Mittelreich dienen, auf die eine oder die andere Art und Weise. Das ist eine wichtige Entscheidung, die ich nicht übers Knie brechen möchte. Selbstverständlich. Schlaft darüber, solange ihr mögt. Wir müssen uns sonst nach geeigneten Leuten umsehen, aber ihr habt in den letzten paar Wochen, Monaten und Jahren viel für uns getan und ich glaube, diese Ehre würde zumindest euch gebühren. Eure Worte ehren mich. Denkt darüber nach. Das werde ich. Derweil wurden Tote aufeinander gestapelt, nebeneinander, Gruben wurden ausgehoben. Der Perine-Tempel im oberen Segment verbrannt durch eine Flammenlanze. Ihr betrachtet das, was aufgebaut worden ist und was binnen weniger Augenblicke... Wie lange hat die Schlacht gedauert? Ihr vermögt es nicht zu sagen. Nun jedoch steht Zulamin vor den Toten, gemeinsam mit ihren Gefährten. Ja, Zulamin hat die Überlebenden gesammelt und fängt jetzt vor den offenen Gräbern an zu predigen. Liebe nicht so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst. So spricht jener, der lachend über das Schlachtfeld schreitet. Doch warum sage ich euch das? Ich, eine Geweihte der schönen Göttin. Ich sage euch das, weil Kor und Raja mehr verbindet, als das Kor einst Rajas Geliebter war. Die heitere Gelassenheit, die Raja uns gebietet, erscheint grausamer Hohn im Angesicht all der Toten, die hier ihr Leben ließen. Und doch ist sie so wichtig wie nichts sonst in dieser Stunde. Ihr alle wisst, dass Lucarus von Kemet, welcher der oberste Feldherr des Schwarzen Drachen war, einst einer der unseren war. Doch wisst ihr auch, wie er fiel? Man sagt, Lucarus von Kemet, der stolze Gründer des Golgaritenordens, verriet seinen Herrn und Gott in dem Augenblick, da Boron seine geliebte Frau zu sich nahm. Lucarus von Kemet liebte zu sehr und verriet damit letztlich nicht nur die Zwölfe, sondern auch die Frau, die er liebte, denn er verwehrte ihr, in Borons Hallen Frieden zu finden. Nie sind sich Kor und Raja so einig wie in diesem Satz. Liebe nicht so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst. Darum hüllt euer Herz in heitere Gelassenheit, auf dass ihr nicht zu Verrätern an unseren Göttern und jenen, die ihr liebt, werdet. Liebt, aber lasset die Liebe euch nicht zerstören. Trauert, aber lasset die Trauer euch nicht verzehren. Wie erschöpft wir auch sind, ich und jeder Geweihte, der noch dazu in der Lage ist, werden nun herumgehen und die Gräber der Gefallenen segnen. Boron, Unausweichlicher, der du deiner Schwester Raja den ersten Schleier zum Geschenk gemacht hast, sieh jetzt voller Wohlwollen auf ihre Dienerin und unterstütze uns alle, wenn wir uns nach Kräften bemühen, deinen Willen zu tun. Und die Toten, die dir anbefohlen sind, im Zugriff deiner Widersacherin zu entziehen.
Sulamin schritt zurück. Bultax würde einen Schritt nach vorne treten. Brüder, wir haben alles gegeben. Auch unser Leben, das Leben von denen Angorsch erwählt hatte, heute zu ihm zu treten. Denn wir wissen ganz genau, im Kampf gegen den Drachen liegt Angorschs oberster Wille, sein Gebot. Und heute ehren wir die, die Angorsch zu sich genommen hat. Aber verzaget nicht, wenn ihr heute einen Bruder verloren habt, denn früher oder später werdet ihr eure Brüder wiedersehen. Ich kann das mit Sicherheit sagen, denn mir ist dies heute widerfahren. Ich durfte einen kurzen Blick auf meinen Bruder werfen und es hat mein Herz in Glück und Rausch versetzt, denn ich weiß, eines Tages werde ich ihn wiedersehen und so Angorsch will, werde ich mit meinem Bruder vereint sitzen. Und das wird auch euer Schicksal sein, denn ihr habt hart gekämpft und heute haben wir einen Sieg errungen, einen Drachen bezwungen und einen zweiten Drachen in die Flucht geschlagen. Wenn das nichts ist, was dann, meine Brüder? Wir werden in Xorlosh feiern, wie noch nie. Oh. Dann würde ich wieder zurücktreten. Hey, ich schaue mich ein bisschen unbehaglich um, trete dann nach vorne. Brüder, wir haben viel verloren, aber viel gewonnen. Verzagt nicht. Dies ist nicht das Ende. Dies ist der Anfang. Der Anfang vom Aufbau eines neuen Reiches. Und ihr, die hier steht, ihr seid die Helden dieses Kampfes, dieses Aufbaus. Bringt die Kunde zu euren Töchtern, zu euren Söhnen, zu euren Brüdern, euren Schwestern. Heute ist der Neuanfang. Heute ist der schwarze Drache besiegt. Frohlocket, ungedenk der Toten. Ich würde wieder zurücktreten. Vor fast einem Jahrzehnt rief der Sphärenschänder den schwarzen Drachen zu sich, um wieder seinem Gefolge beizutreten. Er hörte den Ruf und brachte viel Unheil über unsere Lande. Er verharrte Tobrien, machte sich Warung untertan, stieß bis nach Dapatien und gab es nach Gareth vor. Doch, wie Pyrdakor im zweiten Drachenkrieg von Pharmalor und den Seinigen niedergestreckt wurde, so endete auch der schwarze Drache heute. Pharmalor und Rondra verbanden sich und sie zeugten Kor. Kor wiederum wählte unseren Gefährten Raphim aus. Und Raphim war es, der seinen Kopf abschlug. Heute gedenken wir der Götter, die unsere aller Hand geführt haben, um eine große und grausame Bedrohung ein für allemal von Dere zu verbannen. Auf die Götter! Isarun tritt wieder zurück. Ein rußgeschwärzter Jalan hält in seiner Hand die Maske noch hier ein wenig hin und her. Es ist getan. Wir alle haben unsere Pflicht getan. Und der Drache ist tot. Alles, was jetzt noch bleibt, ist, die Scherben zusammenzukehren. Schüttel ein wenig den Kopf. Tritt wieder ab. So, ihr Hunde. Ja, sind heute viele gestorben. Viele Brüder. Viele Schwestern. Aber seid euch sicher, ihr Blut wird diesen Ort zu einem Mordekurs machen. Das Blut des gefallenen Drachen, es tränkt den Boden. Raphim würde durch die Reihen gehen und hätte sich in die Hände geschnitten und würde eben einmal auf die Brust tippen mit seinem Blut. Denn heute gehen wir durch die Reihen. Als Brüder, als Schlechter von Drachen. Und jeder, der heute hier fehlt, der wird in seinen Hallen willkommen sein.
Auf dem ewigen Schlachtfeld werden wir wandeln, werden wir einander wiedersehen. Und ich bin mir sicher, ihr Hunde, euch sehe ich auch noch auf Deere, auf Schlachtfeldern wieder. Lasst euch nicht niedermachen von Erinnerungen. Sie plagen uns alle. Doch lernt mit ihnen zu leben. Lernt die Momente zu schätzen, wo man zu Hause ist. Lernt deine Pause zu schätzen. Lernt deine hübsche Jaraya-Geweihte zu schätzen. Lernt deinen Gelehrten hier zu schätzen. Ich zeig mal auf Isarun und Avelmir. Lasst euch eine gute Geschichte erzählen von euren Zwergenfreunden. Und wenn ihr mal wieder in der Scheiße sitzt, rennt zu eurem Prioten, wie es sich gehört. Ihr Hunde. Es war mir eine Ehre, heute mit euch allen hier zu kämpfen. So. Und jetzt besaufen wir uns. Gestalten irren durch den Rauch und die Nebelschwaden. Schreie von Verletzten erklingen, Hilferufe. Ascheregen senkt sich über das Feld, der Schnee bleibt aus. Es ist dunkel um euch herum, hier und da ragen Menschen aus dem Matsch. Das Jahr des Feuers endet. Ermattet sinkt ihr nebeneinander auf den aufgewühlten Schlamm. Das Mittelreich hat Verluste erlitten, doch es stritt gemeinsam unter großen Opfern. Ohaya und Celindian werden vom Feld getragen, beide verletzt, doch sie werden überleben. Answin von Rabenmund ist tot, sein Leben gegeben für das Reich. Asasso ist ebenso gestorben. Die Geißel von Borberat Xamanot ist besiegt. Der schlimmste Erzfeind der Menschheit wurde zurückgeschlagen und neue Helden wurden geboren. Alte Helden sind gestorben, es ist der Zeit für einen Neuanfang.